Einen schönen guten Abend, liebe Kameradinnen und Kameraden, draußen in euren Arbeitszimmern, Wohnzimmern, an euren Laptops und PCs. Schön, dass ihr wieder da seid zu unserer heutigen Ausbildung der Führungskräfte hier im Bereich Marktheidenfeld. Wir wollen uns nochmal ganz herzlich für eure rege Teilnahme an den beiden Kick-Off-Veranstaltungen bedanken. Wir waren wirklich sehr positiv überrascht über die Anzahl der Teilnehmer sowie die zahlreichen Rückmeldungen, die wir erhalten haben, und werden auch die ein oder andere Anregung dann im Laufe der nächsten Ausbildungen mit einfließen lassen. Heute haben wir eines der wichtigsten Themen in der Führungskräfteausbildung auf dem Tablett, und zwar das Thema Führungskreislauf. Der Führungsvorgang, mit dem wir euch ein Werkzeug an die Hand geben wollen, damit ihr jeden Einsatz, egal welches Stichwort, vom Zimmerbrand bis hin zum Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, in einem einheitlichen Schema abarbeiten könnt und direkt wisst, was ihr wann zu tun habt, egal wie oft ihr einen Einsatz habt und egal wie groß der Einsatz ist. Bei der heutigen Ausbildung werden jetzt wieder Philipp Rossmann und Christoph Schmidt von der Feuerwehr Marktheidenfeld als Referenten auftreten und bereits jetzt an der Technik wieder Benedikt Rottmann, Marcel Hannakamm und Thorsten Evers möchte ich auch begrüßen und schon mal Danke für ihre Bereitschaft sagen. Dementsprechend übergebe ich jetzt das Wort an den Philipp, der den ersten Teil, den Führungskreislauf selbst, erläutern wird und dann anschließend die Gefahrenmatrix. So, super Einstieg. Hallo zusammen von meiner Seite auch. Ich bin der Philipp, haben wir das letzte Mal schon gesagt. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Vom Kreis jetzt heute die zweite Ausbildung. Wie man vielleicht an den Frisuren erkennt, treibt man das Ganze mittlerweile schon ein bisschen länger. Gut, wollen wir einsteigen. Heute geht es um den Führungskreislauf. Auf der ersten Folie, wie so üblich, ist erstmal die Agenda, über was wollen wir alles sprechen. Ich will jetzt gar nicht durchgehen, es geht im Endeffekt durch den kompletten Führungskreislauf einmal durch. Und am Schluss wird Jana nochmal auf verschiedene Punkte eingehen, die einfach besonders wichtig sind, die wir nochmal hervorheben wollen. Loslegen wollen wir erstmal mit der Frage: Warum braucht man den Führungskreislauf überhaupt? Wieso machen wir das heute Abend? Und dazu wollte ich euch jetzt einfach mal ein paar Bilder zeigen. Sieht jetzt erstmal spektakulär aus. Brennt, lichterloh. Ich glaube, wir sind uns einig, das kann jetzt nicht nur in der Großstadt passieren, das ist ein Einfamilienhaus. Im Hintergrund ist eine Baustelle zu erkennen, ein Kran. Keine Ahnung, was da brennt, auf jeden Fall brennt es ordentlich. Das ist auf jeden Fall ein Szenario, was jedem von uns, von euch passieren kann, egal auf welchem Dorf und egal mit welchem Fahrzeug wir im Endeffekt ausgestattet sind. Das heißt, die Lage kann auf jeden Fall jeden von euch treffen. Und sieht spektakulär aus und wir sind uns, denke ich, einig, dass wir uns an der Stelle schon mal überlegen müssen, verdammt, was machen wir denn hier zuerst? Jetzt legen wir nochmal einen drauf. Das war jetzt ein Einfamilienhaus. Wenn wir jetzt dahin kommen, sehen wir auf jeden Fall schon mal, das ist ein Mehrfamilienhaus. Ihr seht jetzt, da stehen schon einige Feuerwehrfahrzeuge jetzt an der Einsatzstelle. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr kommt da als erstes Löschgruppenfahrzeug oder als erstes Fahrzeug hin, ja, das ist schon eine mächtige Lage. Also auf jeden Fall ein großer Feuerschein. Und an der Stelle muss man sich definitiv fragen, was mache ich hier zuerst, was ist meine Priorität? Weil es ist absolut klar, das wird das erste Fahrzeug, wahrscheinlich sogar der erste Zug, überhaupt nicht hinkriegen. Und an der Stelle seht ihr jetzt schon, genau mal hier mit dem Laserpointer zur Sache. Seht ihr an der Stelle jetzt hier schon, hier vorne scheint sogar das Treppenhaus zu brennen. Das heißt, im blödesten Fall kommen die Leute da überhaupt gar nicht mehr raus. Im Hintergrund sehe ich einen riesen Feuerschein. Ich sehe hinten noch mehr Gebäude. An der Seite ist dann nochmal ein Mehrfamilienhaus angebaut. Und zu allem Überfluss ist hier jetzt auch noch eine Bahnstrecke. Das ist jetzt was, das wird uns in unserem Inspektionsbereich Marktheidenfeld definitiv nicht treffen. Aber was ist hier gefährlich? Nicht nur die Züge, sondern auch die Oberleitung und Stromleitungen haben wir alle mal auch. Also, alles in allem ist es auf jeden Fall auch ein Szenario, was uns, was eigentlich auch jeden von uns ja treffen kann. Und auch da muss ich mir überlegen, wie gehe ich denn damit um? So, und weil es so schön ist, lege ich mal nochmal einen drauf. Im Endeffekt seht ihr jetzt hier an der Stelle einen Verkehrsunfall, einen relativ großen, glaube ich, sieht man auf den ersten Blick. Kommt man hin, sieht jede Menge Autos, kreuz und quer, Schnee hatten wir vor kurzem. Ja, auf den ersten Blick erstmal schwer zu erkennen,
was ist hier eigentlich passiert, was mache ich hier eigentlich als erstes? Das ist der Blick, wenn ich jetzt erstmal hinfahre. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, das ist jetzt eine Luftaufnahme. Und wenn ihr das Ganze jetzt anschaut hier, hier in der Mitte, sieht es definitiv am heftigsten aus. Und wenn ich das als Einsatzleiter nicht erkenne und da irgendjemanden übersehe, dann hat man danach natürlich richtig Geburtstag. Also im Endeffekt auch hier wieder die Frage, wo fange ich denn überhaupt an? Ja, das waren jetzt drei relativ große und heftige Szenarien. End vom Lied ist, das muss gar nicht so heftig sein. Die Botschaft soll sein, selbst wenn das jetzt ein kleiner, harmloser Einsatz ist, wann kommt die Feuerwehr, wann werden wir gerufen? Genau dann, wenn andere überfordert sind. Das heißt, wenn jemand nicht mehr weiter weiß mit seiner Situation, dann holt er oft die Feuerwehr mittlerweile. Das ist manchmal einfach nur ein Ast auf der Straße. Oft sind es aber einfach wirklich die echten Feuerwehreinsätze. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, was können wir denn eigentlich besser als der Otto-Normalverbraucher? Warum können wir mit diesen Situationen umgehen und ein normaler Passant jetzt an dieser Stelle nicht? Natürlich haben wir andere Gerätschaften. Wir kommen da mit Feuerwehrautos an, wir haben Gerät dabei, wir haben Wasser dabei. Das ist natürlich das eine. Aber das hilft alles nichts, wenn wir nicht wissen, wie setzen wir die ein? Was mache ich denn überhaupt, wenn ich nicht weiß, wo fange ich denn überhaupt an? Und deswegen ist der Schlüssel, warum wir das handhaben können, was andere nicht können, unsere Ausbildung. Und das ist genau das, was wir heute Abend machen. Wir sollen in der Lage sein, solche komplexen Situationen zu beherrschen. Das bedeutet auch, dass wir diese komplexen Lagen möglichst schnell erfassen müssen. Und was absolut klar ist an der Stelle, wir werden nie vollständig Informationen haben. Und das ist ganz klassisch für die Feuerwehr. Im Nachhinein ist es immer relativ einfach, sagen, oh, das hättet ihr aber doch besser wissen müssen. So ein Szenario baut sich immer auf und man muss versuchen, die notwendigen Informationen für den Zeitpunkt im Einsatz auf jeden Fall zu haben. Und essentielle Sachen sollte man natürlich nicht übersehen. Und genau darum geht es heute. Wir wollen uns heute den Führungskreislauf angucken und genau der ist dieses Werkzeug, der Führungskräfte, der Einsatzleiter dazu in die Lage versetzen soll, mit solchen Situationen umzugehen. Und jetzt mag der eine, der Kommandant oder Gruppenführer in der TSF-Feuerwehr ist, denken, das ist jetzt nichts für mich, ich bin nur eine kleine Feuerwehr. Und auf der anderen Seite mag jetzt der Kommandant oder Gruppenführer von einer großen Feuerwehr, der viel Erfahrung haben, denken, ja gut, ich mache schon so lange Einsätze, damit kann ich schon umgehen. In beiden Fällen ist es eigentlich so, dass der Führungskreislauf riesengroße Vorteile hat. Klar, für unerfahrene Führungskräfte ist er ein roter Faden, wie es jetzt hier so schön auf der Folie draufsteht, an dem man sich entlanghangeln kann, dass man auch einen Einsatz bewältigt kriegt. Ob das jetzt das Mehrfamilienhaus sein muss, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall der rote Faden, der euch ermöglichen soll, durch so einen Einsatz durchzukommen und zu wissen, was tue ich denn. Für einen sehr Erfahrenen ist der Vorteil von diesem Führungskreislauf einmal, dass man man hat so die Angewohnheit, Einsätze sehr routiniert abzuarbeiten. Das funktioniert so lange, wie der Einsatz dem Bild entspricht, was man immer im Kopf hat. Und wenn jetzt irgendwas grob anders ist, bestes Beispiel hatte der Christian das letzte Mal gesagt, der BMA, der auf einmal positiv ist, wo dann ein Gabelstapler in der Fertigungshalle brennt, ist definitiv ein anderes, ein ungewohntes Szenario. Und dann hilft der Führungskreislauf, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, habe ich jetzt eigentlich an alles gedacht? Habe ich diesmal vielleicht was übersehen? Und dafür ist er auf jeden Fall auch gut. Und ganz wichtig an der Stelle noch, natürlich ist es auch diesmal wieder so, wenn alle nach dem gleichen Schema arbeiten, dann kann man auch besser zusammenarbeiten. Wesentliche Vorteile nochmal, er ist bei jedem Einsatz anwendbar. Und ihr werdet sehen, im Endeffekt, wir machen jetzt jede Menge Ausbildungen zu verschiedenen einsatzrelevanten Themen, zum Beispiel auch zu Ölspuren. Und ihr werdet sehen, wir werden bei vielen Ausbildungen oder nach Möglichkeit jeder Ausbildung immer wieder auf diesen Führungskreislauf zurückkommen und immer wieder fragen, Leute, wo ist denn hier eigentlich die Gefahr, warum die Feuerwehr hier tätig wird? Übersehen von Gefahren soll vermieden werden. Und was macht dieses Werkzeug, werdet ihr gleich sehen. Komplexe Situationen in handhabbare Einzelprobleme zerlegen. Das ist das ganze System von diesem Führungskreislauf. Und diese kleinen Einzelprobleme kann man dann der Reihe nach priorisiert abarbeiten. Gut, dann steigen wir mal ein. Was sind denn die Bestandteile von diesem Führungskreislauf?
So, im Endeffekt, hier fangen wir an mit der Erkundung. Ich möchte jetzt an der Stelle einmal ganz kurz so die Eckdaten von den ganzen Phasen, die groben Fragen einfach klarstellen. Dann gehen wir auf die ersten Teile ein und dann übergebe ich auch an meinen Kollegen, an den Christoph erstmal. Gut, Erkundung hört sich relativ einfach an, versteht erstmal jeder drunter, dass ich vor Ort am Schadensereignis mir das Ganze anschaue. Da gehört aber noch viel mehr dazu. Da gehört auch dazu, was sind denn die Rahmenbedingungen und welche Möglichkeiten habe ich. Aber natürlich gehört auch die Erfassung der Lage vor Ort dazu, mindestens mal so weit, dass ich meine ersten Maßnahmen einleiten kann. Dann, zweiter Teil hier unten, ist die Beurteilung im Rahmen von der Planung. Was mache ich da? Das ist eigentlich der Kernpunkt. Und als erstes Mal muss ich mir überlegen, welche Gefahren erkenne ich denn? Das ist das, was wir jetzt gleich mal ordentlich durchspielen werden. Und diesen Satz merkt ihr euch bitte, dieser rote hier. Den werden wir heute noch sehr oft sagen und der soll heute auf jeden Fall hängen bleiben. Welche Gefahr muss an welcher Stelle zuerst bekämpft werden? Das muss sich jeder Einsatzleiter, jeder Gruppenführer, jede Führungskraft bei jedem Einsatz fragen. Nächster Punkt auch in der Beurteilung, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, diese Gefahren zu bekämpfen? Dann im Entschluss sage ich schlicht und einfach, was ist denn jetzt die beste Möglichkeit meiner Gefahrenabwehr? Das Ganze muss ich dann in einen Befehl umsetzen. Da geht der Christoph nachher drauf ein. Im Rahmen von der Kontrolle überlege ich mir dann, wirken meine Maßnahmen so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, oder muss ich irgendwo nachsteuern? Und natürlich, wenn ich eine Gefahr bekämpft habe, muss ich mir überlegen, meistens ist es nicht nur eine Gefahr, was ist denn die nächste Gefahr, um die ich mich kümmern muss? Oder habe ich vielleicht noch Personal, um direkt eine zweite Gefahr zu bekämpfen? Gut, also geht's los mit der Erkundung. Haben wir gerade schon gesagt, zentrale Fragestellung in der Erkundung. Was jeder weiß ist, was ist denn eigentlich das Schadensereignis? Mit was muss ich mich eigentlich beschäftigen? Warum sind wir eigentlich hier? Da kommen wir gleich dazu. Aber was auch dazu gehört, ist dieses Thema, was sind die Rahmenbedingungen des Einsatzes? Wird oft auch die kalte Lage genannt. Was bedeutet es jetzt, diese Rahmenbedingungen des Einsatzes? Klingt ganz trivial. Erstmal Ort, Zeit und Wetter. Und bevor ich da jetzt groß erkläre, was Ort, Zeit und Wetter bedeutet, habe ich einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, die das Ganze verdeutlichen sollen. Zum Thema Ort. Für uns macht es schon auf der Anfahrt einen riesengroßen Unterschied, denke ich. Ich würde sagen, da werden wir uns einig sein, ob ich zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn oder an einer Kreuzung in der 30er-Zone alarmiert ist. Da muss ich mir auf der Anfahrt schon ganz andere Gedanken machen. Zum Beispiel, wie sichere ich das Ganze ab? Was für Kräfte haben da vielleicht gewirkt? Ein LKW, der jetzt komplett zusammengeschoben ist, wird mich in der 30er-Zone eher nicht begegnen. Genauso ist ein Dachstuhlbrand gemeldet. Auch da macht es einen riesengroßen Unterschied, ob das jetzt hier in einem Pflegeheim gemeldet ist, wo wir wissen, das ist in Benutzung, oder ist das vielleicht in einem Neubaugebiet, wo überhaupt noch keiner eingeschlossen ist. Wo noch gar keiner eingezogen ist. Also auch das macht einen riesen Unterschied. Und die Gedanken kann und muss ich mir schon auf der Anfahrt machen. Zeit. Ganz klassisch Kindergarten. Ich bin zu einem Feuer in einem Kindergarten alarmiert. Das macht einen riesen Unterschied. Ist das nachts um 11? Da kann ich meistens, also es ist jetzt gerade Übernachtungsnacht, um nachts um 11 davon ausgehen, da wird vermutlich keiner da sein. Das ist erstmal eine Annahme. Morgens um 11 ist das eine ganz andere Nummer in einem Kindergarten. Wird die Alarmierung vermutlich auch schon anders aussehen, aber auf jeden Fall sind die Gedanken, die sich der Einsatzleiter machen muss, da ganz andere. Bei einem Wohnungsbrand eigentlich genau umgekehrt. Und das ist das, was uns immer wieder begegnet. Wenn ich nachts zu einem Wohnungsbrand alarmiert werde, nachts um 3, selbst wenn da niemand auf der Straße steht, muss ich davon ausgehen, dass in dieser Wohnung jemand drin ist, der schläft. Wenn ich vormittags um 11 dahin komme, kann das eine ganz andere Geschichte sein. Da muss ich eigentlich davon ausgehen, die Leute waren wach, bekommen so ein Feuer mit, stehen in der Regel vor dem Gebäude. Also das sind ganz andere Rahmenbedingungen, unter denen ich da agiere. Wetter, habe ich das klassische Beispiel mitgebracht. Auch hier macht es einen riesen Unterschied, ob ich auslaufendes Benzin im Winter bei minus 10 Grad letzte Woche habe oder im Sommer bei 35 Grad. Bei minus 10 Grad ist das eine relativ einfache Geschichte, muss ich mir gar nicht so viele Gedanken machen. 35 Grad auf dem Asphalt, am besten noch 50 Grad, da ist eine Zigarettenkippe oder irgendeine andere Zündquelle schon relativ fatal. Also auch da unterschiedliche Auswirkungen. Zweite Randbedingung ist, welche Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr, zur Schadensabwehr habe ich denn überhaupt? Was bedeutet das? Das ist relativ einfach.
Mit was komme ich da an als Feuerwehr? Über welches Fahrzeug verfüge ich, aber auch, welche Einsatzkräfte bringe ich mit? Das, im Endeffekt ist es eine Fragestellung, was sich die meisten von euch automatisch schon auf der Anfahrt zum Gerätehaus oder wenn sie zum Gerätehaus laufen können, genauso stellen. Es ist Dienstagvormittag, 11 Uhr. Wer kommt denn da überhaupt? Wie viele Atemschutzgeräteträger werde ich haben? Die gleiche Frage muss ich mir nicht nur für meine Feuerwehr stellen, sondern, bestes Beispiel, es brennt zum Beispiel in Michelried. Da muss ich mir auch überlegen, was kommt denn aus der Nachbarschaft? Mit welcher Stärke kommt Esselbach, kommt Alfeld, kommt Marktheidenfeld? Das sind die Fragen hier, weitere Feuerwehren. Und dann natürlich ist oft auch Polizei, Rettungsdienst und so weiter alarmiert. Also welche Kräfte habe ich denn verfügbar? Auf der anderen Seite aber auch, welche Informationen habe ich? Gibt es vielleicht Einsatzpläne und Feuerwehrpläne für das Objekt? Gibt es irgendwelche Vorausplanungen? Habe ich Hydranten in der Nähe? Das sind alles die Möglichkeiten, die ich dann habe, das Gefahr zu bekämpfen. So, und dann geht es in der Erkundung natürlich um die eigene Erkundung. Bevor wir da drauf kommen, wollen wir aber auf unser Beispiel von heute Abend mal gehen und das wird uns heute den ganzen Abend verfolgen. Der Christoph war schon ganz begeistert von dem Beispiel. Wir haben jetzt einfach mal eines genommen, das haben wir uns auch nicht selbst ausgedacht, sondern das war eine andere Feuerwehr, die das freundlicherweise zur Verfügung stellt. Alarmmeldung ist Wohnungsbrand Reinhold Meyer, Platz Nummer 4. Das ist da mittendrin. Ihr seht schon, das ist irgendwie so eine Art Altstadt oder Altortkern. Und damit wir uns das Ganze besser vorstellen können, sagen wir jetzt einfach mal, das Ganze ist in Lengfurt. Zeit ist Dienstagvormittag 11.45 Uhr, Wetter 18 Grad, jetzt nichts Besonderes. Und was ist zu was alarmiert? Zwei LFs, Feuerwehr Lengfurt, Feuerwehr Trennfeld, Rettersheim ist mit dem MLF alarmiert und ihr werdet es gleich nachher sehen, es ist ein vierstöckiges Gebäude, da kommt noch eine Drehleiter mit. Dann ist natürlich noch der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. So, jetzt weiß ich schon mal, was los ist. Ich kann mir aber auch die ersten Gedanken dazu machen. Wetter ist jetzt wahrscheinlich nicht so relevant. Ort im Altstadtbereich kann ich mir schon überlegen, ich weiß, wie es da ausschaut, da wird es vermutlich relativ eng sein. Ich habe Altbauten, das könnte schon eine heiße Nummer werden. Dienstagvormittag, wer kommt da? Bekomme ich meine vier Atemschutzgeräteträger auf den Löschfahrzeugen hier zustande? Oder muss ich vielleicht schon mal überlegen, nachzualarmieren, wenn tatsächlich was ist? Das sind Gedanken, die kann ich mir schon auf der Anfahrt auf jeden Fall machen. Und jetzt geht es um die eigene Erkundung. Und dies ist aufgeteilt in vier Phasen. Und auch da, das ist was, das solltet ihr heute Abend mitnehmen, diese vier Phasen der Erkundung. Ich werde es noch ein paar Mal sagen, bitte denkt dran, die müssen immer durchgeführt werden. Alle vier Phasen, früher oder später. Das ist erstens die Frontalansicht, zweitens die Befragung, drittens die Innenansicht und viertens die Gesamtansicht. So, was bedeutet Frontalansicht? Das ist einfach mal der erste Blick auf die Einsatzstelle. Und da schauen wir jetzt uns einfach mal unser Szenario an. Das ist ein wunderschönes Planspiel, was da abfotografiert ist. Und das ist unsere Frontalansicht. So kommen wir an, so sieht das Ganze aus. Was sehen wir an der Stelle jetzt? Und das wollen wir jetzt einfach mal durchgehen. Erstens mal, was ihr an der Stelle vielleicht schon seht, ich stehe nicht direkt vor dem Gebäude, weil wenn ich jetzt einen Meter vor dem Gebäude stehe, dann würde ich vielleicht nicht mal die Person sehen, die hier oben auf dem Balkon steht. Also auf jeden Fall habe ich schon mal hier oben eine Person auf dem Balkon. Aber erstmal, was habe ich denn für ein Gebäude? Ich habe hier auf jeden Fall mal enge Bebauung. An der Seite habe ich auch vielleicht Brandschutzwände, das sieht so ein bisschen danach aus. Ich habe auf jeden Fall eine deutliche Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss hier. Dann, wenn ich noch ein bisschen genauer gucke, ist hier Rauchentwicklung auch hier oben aus dem dritten Obergeschoss. Das sieht für mich hier jetzt vielleicht so ein bisschen nach einem Treppenhaus aus. Das ist eine Vermutung an der Stelle. Und an das hier scheinen Wohnungen zu sein. Wäre jetzt auch erstmal an der Stelle eine Vermutung. Und was ich auch sehe, der Rauch ist auf jeden Fall schwarz. Deutet darauf hin, dass es jetzt nicht unbedingt nur noch das angebrannte Essen. Und der Rauch, der wird auch ziemlich heiß sein, vermute ich jetzt mal. Der zieht auf jeden Fall mal in Richtung des anderen Gebäudes. Was sehe ich an der Stelle noch? Ich habe da auch noch einen Keller. Ich habe auch noch ein Dachgeschoss. Ist an der Stelle vielleicht nicht so relevant, aber es stehen hier auf jeden Fall mal drei Personen vor dem Gebäude. So, das war die Frontalansicht und da habe ich jetzt doch mal schon mal einiges erkannt. Jetzt ist die Frage, was würde ich denn machen, wenn ich an der Stelle jetzt aufhören würde zu erkunden? Ich sehe jetzt auf jeden Fall mal Rauch
und ich sehe hier oben eine Person auf dem Balkon stehen. Verführung wäre vielleicht groß, wenn die hier oben ein bisschen Zinnober macht, die Person als erstes einmal versuchen, mit einer Schiebleiter oder mit der Drehleiter hier oben runterzuholen. Dann hier raucht es ordentlich, das Fenster ist vielleicht schon geplatzt, also was machen wir? Wir spritzen von außen ein bisschen mit Wasser rein. Okay, das wäre vielleicht die Erkenntnis, wenn ich jetzt aufhören würde zu erkunden. Aber wir machen ja weiter, haben wir gesagt. Zweiter Punkt ist die Befragung und das ist jetzt essentiell. Ich muss das Wissen von den Leuten, die da vor Ort sind, auf jeden Fall nutzen. Und da ist wichtig, was ist denn hier eigentlich passiert? Wo ist es passiert? Natürlich frage ich auch, sind Sie selbst verletzt oder betroffen? Wichtig ist aber an der Stelle vor allem, sind noch weitere Menschen betroffen? Sind in diesem Gebäude andere Menschen, Tiere? Und, ihr habt es vorhin gesehen vielleicht, die Tür ist zu. Wie komme ich denn da überhaupt rein? Weil ansonsten kann ich da überhaupt gar nichts machen. Also das sind auf jeden Fall wichtige Fragestellungen. Und jetzt gehen wir mal wieder auf unser Bildchen zurück. Und jetzt bauen wir mal ein richtig schön kritisches Szenario auf, weil ansonsten wäre es ja heute Abend langweilig. Wir fangen jetzt mal an, die Leute der Reihe nach zu befragen. Und ja, weil wir das heute wenig interaktiv machen können, erzähle ich euch das jetzt einfach mal. Ich fange jetzt mal an, die erste Person zu befragen, die hier auf der linken Seite. Die erzählt mir, ich kann Ihnen gar nicht viel dazu sagen, ich bin hier nur vorbeigekommen und hier brennt es. Ja, super Geschichte, das hilft mir jetzt nicht sonderlich weiter, habe ich auch gesehen. Jetzt fange ich bei der zweiten Person an. Die erzählt mir jetzt schon, Hilfe, Hilfe, ich komme aus dem ersten Obergeschoss, also offensichtlich da, wo es brennt. Mein Mann hat noch versucht zu löschen und einen Schlüssel habe ich leider nicht dabei, wenn ich sie danach frage. Also schon mal die Erkenntnis, da drin war noch jemand und ist vielleicht auch noch jemand drin. Dann habe ich noch eine dritte Person, die erzählt mir jetzt, ich bin jetzt hier gerade hergekommen, ich wollte meine zwei Enkelkinder aus dem dritten Obergeschoss zum Spielen abholen. Drittes Obergeschoss, hier steht eine Frau auf dem Balkon und wenn die zum Spielen abholen wollte, sind vielleicht in der Wohnung noch zwei Kinder. Und dann kann ich natürlich auch, das sollte ich auf jeden Fall tun, mit der Person hier oben auf dem Balkon sprechen. Die schreit von da oben natürlich runter, Hilfe, Hilfe, bei mir brennt's. Und wenn da wirklich noch Kinder in der Wohnung sind, dann würde ich vermutlich auch irgendwas von ihren Kindern schreien. Also von daher, auch das ist eine wichtige Information. Ganz wichtig ist jetzt, dass ich zielgerichtet nachfrage. Ich muss das, was für mich wichtig ist, aus denen rausbekommen. Ich weiß jetzt schon mal, im ersten Obergeschoss ist vermutlich noch eine Person, oben im dritten Obergeschoss sind vielleicht noch zwei Kinder. Das muss ich gezielt nachfragen, das erzählen die mir vielleicht überhaupt gar nicht, wenn ich sie nicht danach frage. Also immer fragen, wer ist noch in dem Haus drin? Vielleicht auch fragen, wer wohnt denn in diesem Haus? Was ist denn eigentlich mit der Wohnung hier oben im zweiten Obergeschoss? Ist da vielleicht auch jemand da? Wer ist zu Hause? Dann ist auch wichtig, wie ist denn dieses Haus überhaupt aufgeteilt? Wie komme ich da rein? Das sieht jetzt für mich danach aus, das sind vier Wohnungen übereinander. Das kann aber auch durchaus sein, dass das irgendwie eine Maisonette-Wohnung ist und das ganz anders aufgeteilt ist, als ich mir das von außen vorstelle. Auch diese Informationen kann ich bekommen. Gibt es vielleicht Durchbrüche zu den anderen Häusern? Das sieht jetzt alles relativ gut gegeneinander getrennt aus, aber vielleicht läuft mir das Feuer später in eins von den Nachbarhäusern, weil da eine Tür einfach durchgeht. Das ist vielleicht keine Frage, die ich direkt am Anfang stelle, aber irgendwann sollte ich sie auf jeden Fall stellen. Jetzt sprechen wir heute den ganzen Tag nur von diesem Brandereignis. Ich will aber auch immer mal wieder so einen ganz kleinen Ausflug zu technischer Hilfeleistung machen, zum Thema Befragung. Was frage ich denn bei einem Verkehrsunfall? Ein Lkw-Fahrer könnte ich zum Beispiel fragen, was haben Sie denn eigentlich geladen? Wichtige Frage auch immer, waren Sie allein im Auto? War bei Ihnen noch jemand mit drin? Oder so Aussagen wie, ich bin hier ins Schleuder gekommen, weil ich vor einem Fußgänger ausgewichen bin. Das ist vielleicht auch eine sehr wichtige Feststellung. Wo ist denn eigentlich dieser Fußgänger? Also wichtig, immer alles nachfragen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal weitere Erkenntnisse gewonnen. Der nächste Punkt wäre jetzt die Innenansicht. Und bei einem Brandeinsatz ist es ja relativ einfach. Ich gehe jetzt einfach mal drüber. Innenansicht würde natürlich bedeuten, ich versuche jetzt hier mal in die Tür reinzuschauen. Ich schaue hier mal in die Fenster rein, ist da verraucht? Und wir machen es uns jetzt mal einfach, ausnahmsweise heute Abend. In dem Moment, wo wir mit dem Schlüssel von der Frau hier die Tür aufmachen, schlägt uns der Rauch entgegen und damit ist für uns auf jeden Fall mal Sense, da gehen wir nicht weiter. Innenansicht ist immer so ein bisschen ein Zwiespalt.
im Endeffekt, ich muss wissen, wo die Grenze ist. Was bringt mich wirklich weiter? Es hilft mir nichts, wenn ich jetzt als Einsatzleiter, als erster Gruppenführer in das Haus reinrenne, alle Wohnungen absuche, schaue, wer in welchem Zimmer drin ist, dann ist der Einsatz gelaufen. Das ist nicht die Aufgabe vom Einsatzleiter. Ich muss mir überlegen, welche Informationen sind denn jetzt wichtig für mich, damit ich eine erste Maßnahme einleiten kann. Und wichtig ist auch, der Einsatzleiter ist nicht immun gegen Atemgifte. Ich bringe mich nicht selbst in Gefahr. Also irgendwo ist, selbst wenn es wichtig wäre, für mich die Grenze und man sollte unter Atemschutz vorgehen. Gut, wieder mal zum Verkehrsunfall. Was bedeutet dort die Innenansicht? Ich schaue natürlich mal ins Fahrzeuginnere rein. Das bedeutet nicht nur, dass ich so grob reinschaue, ich schaue vielleicht auch mal auf die Rückbank, ich schaue vielleicht auch mal unter die Sitze. Es hört man immer wieder, dass bei Verkehrsunfällen Kinder, Tiere oder irgendwas unter Sitzen dann eingeklemmt sind und zu lange übersehen worden sind. Ich schaue auf jeden Fall auch mal in den Kofferraum rein. Also genau nachschauen. Innenansicht bedeutet nicht einmal kurz durchhuschen. Und dann kommt als letztes die Gesamtansicht. Und das ist vielleicht das, was am schwierigsten ist, muss man ehrlich sagen. Was würde jetzt bei uns, bei unserem Szenario, Gesamtansicht bedeuten? Na gut, ich muss mir das Gebäude mal von allen Seiten anschauen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall auch mal auf die Rückseite von diesem Gebäude kommen. Und da muss ich mir jetzt wirklich überlegen, mache ich das, bevor ich meine ersten Maßnahmen einleite? Bei der prekären Lage kann man durchaus zum Schluss kommen, nee, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ganz wichtig ist aber, wenn ich das nicht sofort mache, muss ich mich darum kümmern, dass das so bald wie möglich gemacht wird. Und das muss nicht unbedingt der ersteintreffende Gruppenführer, der Einsatzleiter machen. Ich kann genauso gut auch meinen Melder mal darum schicken. Ich kann genauso gut auch sagen, Feuerwehr Trennfeld kommt als zweites. Gruppenführer, geh du bitte mal ums Gebäude rum und geh du dort erkunden. Wichtig ist aber, das muss gemacht werden und nicht erst nach 10 Minuten. Und um das zu veranschaulichen, habe ich natürlich auch wieder was Schönes mitgebracht. Jetzt geht er um das Gebäude rum und das schaut so aus. Ich weiß, ein wunderschönes Bild, schön zusammengebastelt. Ist jetzt natürlich schon gestellt von uns, aber das kann passieren. Das ist ein Gebäudebrand und vielleicht steht da hinten auch noch einer auf dem Balkon. Und wenn der Erste ist, der da runterspringt und das Ganze nicht überlebt, dann habt ihr eine wesentliche Gefahr absolut übersehen. Also denkt dran, die Gesamtansicht ist auf jeden Fall wichtig. Da geht es auch nicht nur um Personen. Was kann ich mir bei der Gesamtansicht auch noch anschauen? Wir sind die Energieversorgung. Ist da vielleicht Photovoltaik auf dem Dach? Habe ich da weitere Gefahren? Also da gehört noch sehr vieles dazu. Bei einem Verkehrsunfall würde es bedeuten, ich laufe einmal in einem größeren Bogen drumherum. Ich schaue auf die LKWs, die vielleicht ein bisschen weiter vorne stehen, auch mal, haben die vielleicht eine Gefahrguttafel dran und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall mal die Gesamtansicht nicht vergessen. Wichtig nochmal, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, immer alle vier Phasen der Erkundung auf jeden Fall durchführen. So, und jetzt verschone ich euch mit der Erkundung. Jetzt geht es weiter mit der Beurteilung. Bis jetzt haben wir noch nichts gemacht. Wir sind da dort, haben uns das Ganze angeschaut und haben festgestellt, wie schaut denn das Ganze aus. Wir haben das Ganze auch noch nicht bewertet. Und genau das wollen wir jetzt tun. Und wie machen wir das in der Feuerwehr? Wie bewerten wir eine Situation? Wir bewerten Gefahren. Und dafür gibt es die sogenannte Gefahrenmatrix. Gefahrenmatrix hat hoffentlich jeder von euch irgendwann schon mal gehört. Für alle Gruppenführer ist das auf jeden Fall was, was in jedem Gruppenführerlehrgang mal angesprochen wird. Natürlich ist es viel und natürlich ist es teilweise auch lange her. Man muss das auffrischen. Gefahrenmatrix. Was ihr euch merken könnt, ist 4a, C, 4e. Und das Ganze gehen wir jetzt mal durch. Erste Gefahr ist die sogenannte Angstreaktion. Jetzt schauen wir uns wieder unser Szenario an und schauen das Ganze mal durch. Was würden hier Angstreaktion bedeuten? Angstreaktion wäre der absolute Klassiker. Hier oben ist eine Person, die ist jetzt offensichtlich gar nicht so in Gefahr. Die hat keinen Rauch im Hintergrund, die hat kein Feuer im Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass die nicht total am Rad drehen kann. Also die hat richtig Panik und was uns passieren kann, ist, dass die anscheinend ohne Grund von diesem Balkon hüpft. Dann sagen wir danach, ja, die war aber doch gar nicht in Gefahr, deswegen ist sie trotzdem schwer verletzt oder überlegt es vielleicht gar nicht. Und die Gefahr hier ist die Angstreaktion. Noch realistischer bei der Geschichte, was wir jetzt vorhin gesagt haben, diese Frau steht gerade auf dem Balkon, die hat uns aber gerade auch gesagt, dass ihre zwei Kinder noch in der verrauchten Wohnung sind. Was ist denn realistisch? Ja, die gute Frau läuft vielleicht wieder zurück in die Wohnung, sucht ihre Kinder und dann liegt sie irgendwo in der Wohnung und hat selbst keine und ist selbst ohnmächtig geworden. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein realistisches Szenario. Also, ich muss irgendwie sehen, dass die hier draußen bleibt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Genauso gut hier die Oma,
die ihre Enkel abholen wollte, die hat auch panische Angst um ihre Tochter und um ihre Enkel. Wir müssen auch aufpassen, dass die uns nicht in das Haus räumt. Das ist auch das Thema Angstreaktion. Zweites Thema, Ausbreitung. Ja, absolut klar, die Gefahr der Ausbreitung haben wir hier. Ausbreiten kann sich übrigens nicht nur ein Feuer. An der Stelle ist die Ausbreitung vom Rauch vielleicht die größte Gefahr. Feuer, Rauch können sich auf das ganze Haus, aufs Treppenhaus, auf andere Wohnungen, auf benachbarte Häuser ausbreiten. Ausbreiten kann sich zum Beispiel auch chemische Flüssigkeit oder irgendwas. Thema Atemgifte. Ja, in Verbindung mit dem Rauch ist es hier auf jeden Fall ein Thema. Atemgifte habe ich auf jeden Fall hier für alle Personen, die in dem verrauchten Bereich liegen. Der Mann, der noch das Feuer löschen wollte, die Kinder, die vielleicht in dieser Wohnung sind, die sind definitiv gefährdet durch Atemgifte. Atomare Stoffe, an der Stelle auf jeden Fall nicht relevant, wird uns wahrscheinlich auch eher seltener begegnen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist irgendwie ein Feuer in einer radiologischen Praxis, ich weiß zum Beispiel in Wertheim drüben ist eine, also ganz abstrus ist das Thema auch nicht. Noch weniger abstrus ist das Ganze, wenn wir uns auf die Autobahn oder auf viel befahrene Straßen begeben. C steht für chemische Stoffe. Das fragt man jetzt auch, ja, wo habe ich denn hier chemische Gefahren? Weiß ich, ob da irgendjemand im Keller seine kleine Lackiererei eingerichtet hat? Das wäre genauso ein Thema, chemische Gefahren. Erkrankung, Verletzung. Ja, Erkrankung, Verletzung habe ich da auf jeden Fall. Die Person, die in den Atemgiften liegt, gleichzeitig Erkrankung, Verletzung. Wenn die hier oben runterfällt, Erkrankung, Verletzung. Wenn der hinten vom Balkon spielt, fällt, Erkrankung, Verletzung. Die vorne hier, die sich große Sorgen machen, die bekommen vielleicht einen Schock. Erkrankung, Verletzung. Elektrizität. Elektrizität begegnet uns mittlerweile eigentlich überall, ob das jetzt bei Verkehrsunfällen Elektroautos sind, ob das bei Oberleitungen sind. Hier in dem Haus sind überall Elektroleitungen, die schmelzen dann wahrscheinlich auch, Litzen liegen offen, hoffentlich fliegt der FI. In der Regel habe ich hier oben dann auch noch einen Dachständer drauf, wo ich dann auf die Elektroleitungen aufpassen muss. Einsturz, Absturz sehe ich jetzt hier in dem Szenario nicht. Wenn ich jetzt aber einen offenen Dachstuhlbrand habe, muss ich mir schon Gedanken machen, habe ich die Gefahr, dass das Ganze einstürzt, bringe ich da meine eigenen Leute vielleicht in Gefahr. Und zu guter Letzt Explosion. Ja, Explosion, glaube ich, kann sich jeder was drunter vorstellen. Jetzt kommt der zweite Teil der Gefahrenmatrix. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit schon gesagt. Die Frage ist, auf wen wirken denn diese Gefahren? Und die können natürlich wirken auf Menschen, auf uns als Einsatzkräfte, weil wir werden dahin, wir werden da reingehen. Und zum anderen auf Tiere, Umwelt und auf Sachwerte. Und das ist jetzt definitiv eine Hilfe für jeden, für jede Führungskraft. Das gibt uns nämlich die Priorisierung vor. Als erstes werden wir immer Gefahren von Menschen bekämpfen. Unsere Einsatzkräfte müssen wir auch vor Gefahren schützen. Bestes Beispiel ist Atemgifte. Das müssen wir eigentlich nicht als Gefahr für die Feuerwehr gelten lassen, denn wir haben Atemschutzgeräte und damit habe ich diese Gefahr ausgekoppelt. Dann Tiere, Umwelt und Sachwerte. So, und so wird das Ganze dargestellt. Im Endeffekt die echte Gefahrenmatrix. Hier oben habe ich die Gefahren 4a, C, 4e und hier unten, auf wen wirken denn diese Gefahren? Und natürlich nehme ich das jetzt nicht mit, kreuze an und fülle das munter aus, aber das ist einfach das Schema, was mir hilft, an der Einsatzstelle zu sagen, hey, was ist denn hier eigentlich am Bach? Wer ist denn hier in Gefahr? Was ist denn hier in Gefahr? Und jetzt kommt der große Punkt hier oben, welche Gefahr muss an welcher Stelle zuerst bekämpft werden? Und das ist die Frage, die ihr euch bei jedem Einsatz auf jeden Fall stellen müsst, egal wie groß oder wie klein der Einsatz im Endeffekt ist. So, das war jetzt mein Teil. Ich möchte euch jetzt an der Stelle bitten, das ist die Frage, die ihr euch für dieses Szenario jetzt bitte einmal stellt. Jeder von euch überlegt jetzt einmal, was ist denn von dem, was wir gerade besprochen haben, für mich die größte Gefahr, die ich jetzt als allererstes bekämpfen würde. Schreibt das Ganze in den Chat rein. In der Zeit bauen wir hier einmal um. Und der Christoph macht an der Stelle dann weiter. Jo, Dankeschön, macht's gut, schönen Abend. So, dann auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Und ich muss ja sagen, da hat uns der gute Philipp ja ein ganz schönes Brett hingelegt. Ein Einsatz, das wir jetzt weiter abarbeiten, aber keine Angst, wir werden jetzt natürlich nicht
exzessiv und minutiös diesen Einsatz durchplanen, denn vorneweg von mir gleich, und das müsst ihr euch auch für eure Tätigkeit als Einsatzleiter merken, es gibt nicht immer nur die eine Lösung, es gibt nicht immer nur die eine richtige Einschätzung, sondern das ist einfach bei einer Einsatzstelle immer anders und jeder hat auch ja, ein anderes Feeling für die Sache. Natürlich ist uns klar oder uns wichtig, dass wir Menschenleben retten wollen und sollen und das ist für uns auch immer mit die höchste Priorität. Natürlich haben wir hier gleich ja, 4 Personen betroffen und ich komme jetzt zu dem ganzen Thema, wenn es hier weitergeht. Er hängt, machen wir so. Gut, wir haben jetzt ja gemeinsam ja, das Thema, ja, welche Gefahren der Einsatzstelle es gibt und welche hier zutreffen könnten, erörtert. Und jetzt müssen wir ja mal langsam ins Handeln kommen. Also wir sind ja immer noch nichts, wir haben noch keinen Schlauch gelegt, noch keinen Verteiler gesetzt. Wir haben noch nichts gemacht und ich kann euch sagen, unser Thema geht jetzt schon eine gute halbe Stunde. Also im Einsatz sind wir vielleicht bei Minute 1 immer noch. Das müsst ihr wissen. Also wir müssen jetzt natürlich ins Handeln kommen. Und mein Part ist es jetzt mit euch zusammen, die Möglichkeiten der Gefahrenabwehr zu erörtern und einen Schluss zu fällen und nachher auch einen Befehl und die Kontrolle zu machen. Ja, kommen wir nochmal auf unser Szenario. Der Philipp hat ja genau gesagt, was, wo, wie ist, welche Ergebnisse aus der Lageerkundung vorliegen. Und jetzt müssen wir praktisch ja, so langsam mal ins Handeln kommen. Das heißt, ich muss die Priorität setzen. Welche Gefahr muss zuerst an welcher Stelle bekämpft werden? Also wo setzen wir hier bei diesem Szenario unseren Gefahrenschwerpunkt? Und über den wollen wir jetzt eigentlich auch überwiegend sprechen. Ich für mich selber habe das natürlich auch gemacht im Vorfeld, hatte auch ein bisschen mehr Zeit. Für mich ist es so, dass die Person im ersten OG in der Brandrodung für mich die höchste Gefahr darstellt. Warum? Die ist dem Feuer und dem Rauch direkt ausgesetzt. Ja, die ist in allerhöchster Lebensgefahr. Aus dem Chat kam auch der ein oder andere Hinweis, die Angstreaktion von der Person auf dem Balkon. Das ist richtig, da muss man sehr genau einschätzen, wie reagiert. Runter oder rennt man zurück in die Wohnung. Für mich jetzt persönlich aus der Erkundung, die wir hier gemacht haben und aus der Situation wäre die Person im ersten OG ja, mein Gefahrenschwerpunkt, meine Prio 1, die ich ja, bekämpfen wollte oder bekämpfen müsste. Natürlich gibt es dann noch weitere Gefahren für die Person eben im dritten OG, oben auf dem Balkon, aber auch die Kinder in der Wohnung. Ich habe aber auch Gefahren für meine Mannschaft. Also Atemgifte auch für meine Mannschaft vielleicht. Ich habe auch bei meiner Mannschaft vielleicht eine Angstreaktion, die eintreten könnte, im Einsatz zum Beispiel. Also da gibt es vielfältige Dinge. Wie gesagt, wir fokussieren uns heute mal auf die höchste Gefahr und lassen erstmal alles andere ein bisschen außen vor. Weitere Gefahren vielleicht zu den Sachwerten wäre die Ausbreitung des Feuers, hat der Philipp ja auch schon gesagt. Das Feuer kann sich ja auch jetzt ganz entspannt vielleicht, je nachdem wie die Bauweise ist, aufs Nachbargebäude ausweisen. Aber da wollen wir jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Gut, wir gehen mal ein bisschen vom realen Geschehen so ein bisschen in eine strukturierte Denkweise zurück. Jeder, der einen Führungslehrgang an der Feuerwehrschule gemacht hat, kennt jetzt das, was kommt, aber für den einen oder anderen hat er es vielleicht vor langer Zeit mal gehört. Welche taktische Möglichkeit habe ich denn jetzt, diese größte Gefahr oder eine Gefahr zu bekämpfen? Und da gibt es bei der Feuerwehr eigentlich 4 Grundbegriffe. Das ist einmal der Angriff. Löschangriff, schon mal jeder gehört, bestimmt. Der Angriff ist praktisch, ich beseitige konkret ja, die Ursache des ganzen Übels. Das wäre hier jetzt zum Beispiel das Feuer. Ich lösche das Feuer. Das heißt, wenn ich das Feuer lösche, dann würde ich hier ja, mein gefährdetes Objekt, das ist der grüne Punkt hier in dem Fall, ja, entsprechend natürlich dann auch schützen oder beziehungsweise diese Gefahr dann auch damit lösen. Das wäre eine Möglichkeit. Was ist noch? Ich kann auch den Rauch vertreiben vielleicht. Ich kann also da diverse andere Dinge machen. Verteidigung. Die Verteidigung ist ein Element, was die Feuerwehr sehr häufig in Brandeinsätzen einsetzt, gerade wenn ich ein Objekt habe, was im Vollbrand schon steht. Das heißt, ich schütze eben das gefährdete Objekt. Riegelstellung kennt ihr alle. Oder ich muss eine Gasflasche mal kühlen. Auch das wäre zum Beispiel etwas verteidigen. In irgendeiner Form. Ja, also ich versuche praktisch den Einfluss auf das gefährdete Gut eben zu unterbinden. Das wäre die taktische Möglichkeit der Verteidigung.
retten oder heute sagt man eigentlich eher in Sicherheit bringen, ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt der Gefahrenabwehr. Das heißt jetzt konkret bei dem Beispiel die Rettung der Person aus dem ersten OG. Das heißt, ich entziehe praktisch meinem bedrohten Objekt, das wäre wieder hier das, der Gefahr, indem ich sie aus dem Gefahrenradius, sage ich mal, entferne oder aus dem Einwirkungsbereich der Gefahr entferne. Das machen wir häufig bei Menschenrettung, ist es eigentlich in der Regel, das sagt das Wort schon, Menschenrettung, ja, etwas wegbringen, um eben ja die Gefahr damit auch abzuwenden. Und dann gibt es noch, es ist eigentlich keine direkte Gefahrenabwehr, aber es ist eine Konsequenz vielleicht auch, gerade für die eigene Mannschaft, das Thema Rückzug. Der Rückzug bekämpft im Kern natürlich nicht die größte Gefahr, sondern wenn ich für mich feststelle als Einsatzleiter, die größte Gefahr habe ich jetzt zum Beispiel für meinen Angriffstrupp, der im Innenangriff ist, das Gebäude droht einzustürzen, dann ist der Rückzug das Mittel der Wahl, um meine Leute aus dem Gefahrenbereich zu holen. Wie gesagt, der Rückzug bekämpft per se nicht die, ja, die Gefahr selber, sondern ich ja, entziehe einfach allem und gebe im Endeffekt das Objekt nachher auch auf. Ich meine, bei der Verteidigung zum Beispiel, wenn ich eine Riegelstellung bin, gebe ich im Kern auch ein Objekt vielleicht auf, wo ich sage, okay, das kann ich nicht mehr retten, selbst wenn ich jetzt einen Angriff fahren würde. Natürlich ist es häufig so, es ist oftmals eine Vermengung von verschiedenen taktischen Möglichkeiten, um eben so einen Einsatz abzuarbeiten. Ja, es ist nicht immer nur der Angriff oder nur das Retten, sondern jetzt in dem Fall zum Beispiel, ich habe einen Brand im ersten OG, die Person ist im ersten OG vermisst, dann ist es wahrscheinlich eine Kombination aus Innenangriff, also Löschangriff auf das Feuer vielleicht und Retten. Ja, je nachdem, was der Angriffstrupp dann in dem Objekt vorfindet. Also es kann im Endeffekt auch immer mehr sein. Je nachdem oder auch zeitlich versetzt oder auch nacheinander. Das ist oftmals dann fließend. Wie gesagt, das ist jetzt alles mal ein bisschen kryptisch vielleicht, aber merkt euch einfach diese Grundbegriffe, dann tut ihr euch nachher auch wieder leichter im Einsatz, wenn ihr euch einfach eine Struktur im Kopf zurechtlegt. Übrigens, wir sind jetzt bei Minute 10, ne? Also ich habe jetzt mit euch 10 Minuten fast geredet und wir sind immer noch bei Minute 10 und haben immer noch nichts gemacht. Okay, ich muss diese 4 Möglichkeiten prüfen auf gewisse Kriterien, um eine Entscheidung treffen zu können. Und da habe ich euch mal ein paar Begriffe einfach rausgesucht dazu, warum ich eine gewisse taktische Möglichkeit auswähle oder anwende, also Sicherheit. Wie sicher ist das, was ich tun will? Wie schnell geht es? Ich kann den tollsten Einsatz planen, nur wenn der eine halbe Stunde dauert, dann bringt mir das natürlich nichts. Ne? Wie sind die Erfolgsaussichten? Also Beispiel wieder mit der Verteidigung oder mit dem Angriff. Ich habe ein Objekt, das brennt im Vollbrand. Links und rechts sind noch Objekte direkt angebaut, die eben noch nicht betroffen sind. Dann kann ich natürlich entscheiden, ich mache einen Angriff auf den Brand selber. Nur bis ich da einen Erfolg erziele, brennen mir links und rechts die beiden Häuser auch schon weg, dann habe ich vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung getroffen. Also auch das muss ich dann bewerten, wenn ich hier eine Strategie mir zurechtlege. Welchen Aufwand muss ich dafür betreiben? Das ist klar. Wie gesagt, auch da wieder kann ich die tollsten Pläne schmieden, denn der Aufwand so groß ist, bringt es nichts. Ganz wichtig ist für mich eigentlich auch, und gerade im ersten Go, weil, kommen wir wieder auf unser Szenario zurück, ihr seid jetzt da eingetroffen mit einem 1186. Ja? Also wir sind noch nicht mit 10 Fahrzeugen vor Ort und 100 Feuerwehrleuten, sondern sind mit einer Löschgruppe vor Ort mit 4 AGTs. Welches Potenzial haben denn die Kräfte? Ja, wir sind ja im ersten Durchlauf des Führungsregelkreises. Wir machen jetzt die ersten Maßnahmen. Da muss ich immer auch denken, was kann ich mit meinen Kräften überhaupt bewerkstelligen? Wenn ich keine Schiebleiter auf dem Auto habe, dann ist es vielleicht eine tolle Möglichkeit, aber ich kann es nicht machen. Also bringt mir das alles nichts. Ja? Also muss ich mir was anderes ausdenken. Wie ist die Gesamtwirkung meiner Maßnahmen, die ich da treffe? Also wie wirkt sich das insgesamt auf den Einsatz auf? Eine Umweltverträglichkeit, ja, muss ich auch prüfen. Und sogenannte Nebeneffekte. Kleines Beispiel vielleicht dazu. Es gibt mittlerweile auch Versicherungen, die nach Einsätzen, also Brandeinsätzen, wo jetzt vielleicht keine Menschenleben in Gefahr sind, Schaum eingesetzt wird oder Löschmittel eingesetzt wird. Das muss ja nachher entsorgt werden, das kostet alles Geld, das ist Sondermüll und da werden mittlerweile schon Kommunen verklagt, warum man hier jetzt Schaum eingesetzt hat, ob das überhaupt notwendig gewesen wäre. Ich will euch jetzt da keine Angst machen, ja? Ich meine, das ist ein Thema der Kommune und ihr habt da auch kein Thema erstmal, aber trotzdem, auch diese Effekte muss ich mir überlegen, muss ich denn das jetzt da machen oder kann ich das auch lassen? Bei einer Menschenrettung ist natürlich das Maximale an Mitteln, was ich tun kann und was ich vertreten kann, ist selbstverständlich geboten. Aber da muss ich immer mir was überlegen, je nachdem, was ich für einen Einsatz habe. Gut.
Ja, und jetzt kommt es natürlich, ihr müsst jetzt die beste Lösungsmöglichkeit rausfinden. Das ist natürlich schon ein großer Anspruch, den man da an euch setzt. Was ist denn jetzt eben aus diesen vier taktischen Möglichkeiten die beste Möglichkeit? Ich habe es gerade schon angesprochen, wir müssen Vor- und Nachteile abwägen. Wir sind jetzt im Einsatz 1 Minute 15, Leute. Ne? Also ihr müsst ganz schnell Vor- und Nachteile abwägen, euch überlegen, was ihr macht. Muss ich vielleicht erst etwas anderes oder eine andere Gefahr bekämpfen, um mein Ziel überhaupt zu erreichen? Wenn jetzt, was weiß ich, die Eingangstür in irgendeiner Form versperrt ist, da brennt noch ein PKW vorne dran, dann muss ich erst den löschen, sonst komme ich vielleicht da gar nicht rein in das Objekt, ja? Zum Beispiel. Oder ich würde meine Kräfte ja extrem in Gefahr bringen. Zum Beispiel wäre, wenn ich mich entscheiden würde, jetzt zum Beispiel, ich gehe in das dritte OG und rette die Leute da oben, ja, die Feuerwehr geht am Feuer eigentlich nicht vorbei, sondern da müsste ja auf jeden Fall jemand trotzdem einen Löschangriff machen in das erste OG. Weil ich schicke keine Kräfte hoch, ohne dass ich unten das Feuer bekämpfe. Das mache ich nicht. Ja? Weil sonst schneide ich vielleicht meinem Angriffstrupp den Rückweg ab. Daran muss ich denken, wenn ich das mache. Ja, und reichen mir die Einsatzmittel, was habe ich für Reserven? Ich meine, das ist klar, bei so einem Einsatz ist ja auch mehr alarmiert und da kommen auch mehr Kräfte. Trotzdem muss ich mir auch überlegen, ob ich mit dem, was alarmiert ist, überhaupt zurechtkommen, um hier effektiv arbeiten zu können. Da kann ich euch sagen, bei dem, was hier alarmiert ist und was wir hier vorfinden, wird es eng, wenn wir alles abarbeiten nachher. So, und wenn ich das alles gemacht habe, dann komme ich endlich zum Entschluss. Jetzt treffe ich eine Entscheidung. Ich bin der Einsatzleiter, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und was gehört so zum ganzen Thema Entschluss dazu und was muss ich da vielleicht beachten? Also, ich setze mir Ziele und Schwerpunkte. Natürlich anhand wieder der höchsten Gefahr, der Prio 1. Ja. Wie will ich vorgehen, was will ich tun, was will ich hier unternehmen? Bei dem Einsatz kann man sich sicherlich vorstellen, einen Trupp in das erste OG zu schicken. Da kann man sich auch vorstellen, weil ich ja weiß, es kommt noch eine Feuerwehr und ich weiß vielleicht, die haben Atemschutz dabei und ich weiß, die ist die nächsten 1,5 Minuten da. Kann ich vielleicht auf meinen Sicherungstrupp verzichten? Ja, solche Dinge überlege ich mir jetzt natürlich. Ja. Welche Maßnahmen werden durchgeführt, also welche Einsatzaufträge will ich erteilen? Im ersten Go natürlich als Gruppenführer. Ich habe jetzt immer noch eine Löschgruppe nur vor Ort. Aber ich muss mir jetzt auch schon überlegen, was sage ich denn, wenn die Feuerwehr Homburg oder Trennfeld kommt? Was sage ich denn, wenn die Feuerwehr Marktheidenfeld kommt oder die Feuerwehr Rettersheim kommt? Den muss ich ja einen Auftrag zuweisen. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, was möchte ich, dass diese Feuerwehren tun? Denn ihr seid der Einsatzleiter. Wo setze ich die Kräfte ein und die Mittel? Wer, was, wann, wo und womit? Habt ihr auch schon mal gehört mit Sicherheit. Ich muss das jetzt festlegen. Jetzt kommt die endgültige Fahrzeugaufstellung. Ihr kennt es vielleicht, die vorläufige Fahrzeugaufstellung, die endgültige Fahrzeugaufstellung. Die vorläufige Fahrzeugaufstellung ist, ich komme an der Einsatzstelle an, bleib erstmal mit einem gewissen Abstand stehen. Komme ich nachher drauf, warum das so wichtig ist. Denn da kann ich mir schon viel verbauen, wenn ich es da falsch mache. Dann erkunde ich und dann hole ich mir das Fahrzeug her. Da bitte, kommt die Anna nachher aber auch nochmal dazu, deswegen von mir nur kurz, es kommt noch eine Drehleiter. Ich habe Personen oben im dritten OG. Wenn ich mir jetzt alle LF86, die so kommen, und MLFs vor die Tür stelle, dann kommt da keine Drehleiter mehr hin. Und dann verbaue ich mir da oben eine Rettungsmöglichkeit über die Leiter, zum Beispiel. Gibt aber auch andere Punkte. Wir haben hier eine Sackgasse, der Philipp hat es erwähnt. Da kann ich nicht einfach durchfahren. Ich brauche Bewegungsflächen vielleicht. Da kommt der Rettungsdienst ja auch noch, den muss ich irgendwo hinstellen. Die Polizei fährt auch rum. Da muss ich schon schauen, dass ich das so mache, dass da drin noch Bewegung möglich ist. Sonst verbaue ich mir vielleicht dermaßen den Einsatz, dass ich nachher Probleme habe. Und eins bedenkt, wenn mal ein Trupp im Innenangriff ist, die Pumpe angeschlossen ist, die Wasserverseuchung aufgebaut ist, ein Fahrzeug zu versetzen, würde bedeuten, es müssen alle raus, das Fahrzeug muss Pumpe aus, die Schläuche müssen weg, es muss versetzt werden. Das ist der Worst Case eigentlich immer, den ich machen muss. Deswegen nehmt euch die 10 Sekunden noch und denkt da kurz drüber nach, ob das jetzt richtig ist, wie die Fahrzeuge stehen. Ja? Wie gesagt, die Anna kommt nachher noch dazu. Ordnung des Raumes insgesamt, beim Verkehrsunfall zum Beispiel die Schrottablage, wo kommen die abgetrennten Teile von den Fahrzeugen hin? Generell, ja, Absperrgrenzen vielleicht auch, muss ich es absperren, muss ich Kreise absperren in irgendeiner Form. Ja, kann ich mir auch schon Gedanken machen, im ersten Durchlauf vielleicht nicht gleich so das Prio 1 Thema für mich, trotzdem nicht ganz vergessen. Einsatzabschnitte bilden, muss ich da irgendwas tun, um einen Einsatz nachher in eine Struktur zu bringen. Man sagt immer so schön, wir müssen ja vor die Lage kommen, ne? Wir dürfen der Lage ja nicht hinterherrennen,
zwei Stunden, sondern wir müssen möglichst schnell vor die Lage kommen, um das im Griff zu haben. Dazu gehören vielleicht auch Einsatzabschnitte. Bereitstellungsräume definieren, bei dem Beispiel, was wir hier haben, eine Sackgasse, wichtig, wenn da jeder reinfährt, ist gleich Ende da vorne. Also da müsst ihr vielleicht sagen, mal Bereitstellungsräume ausweisen und sagen, hier mal stehen bleiben. Und das Thema Kommunikation, brauche ich vielleicht unterschiedliche Gruppen, muss ich da irgendwas machen? Wie bin ich an der Einsatzstelle ansprechbar? Nehme ich vielleicht einen ELW, der kommt mit hinzu, je nachdem, kommen wir aber nachher noch drauf. Und vergesst nie, so eine Einsatzstelle ist dynamisch und kann auch, wenn man nicht aufpasst, eine Eigendynamik entwickeln, die einem dann ja Probleme macht nachher. Gut, jetzt haben wir unseren Entschluss gefasst. Das ist schon mal gut, denn 1 Minute 20 sind rum. Wir haben immer noch nichts gemacht, es liegt immer noch kein Schlauch da. Wir kommen jetzt zum Thema Befehlsgebung. Jetzt muss das Ganze, was wir uns hier in dem Regelkreis überlegt haben, in Befehle münden oder in einen Befehl oder in mehrere Befehle münden, je nachdem. Was mir wichtig ist, egal ob ihr Trupp, Staffel, Gruppen, Zugführer, Verbandsführer oder noch höher seid, es wäre gut, wenn ihr den Trupps, die ihr irgendwo hinschickt, im Wesentlichen, je nachdem, welche Stufe ihr da habt, sagt, um was es hier geht. Ja, was sollen die eigentlich machen? Was ist hier die Lage? Ganz kurz, keine ausschweifende Lagemeldung, ganz kurz sagen, um was es geht. Wo sollen die ihr Fahrzeug hinstellen? Das legt auch ihr fest, ja? Der Gruppenführer für sein Fahrzeug, aber der Einsatzleiter für mehrere Fahrzeuge, der sagt, mit deinem Zug fährst du dahin. Ja? Das müsst ihr denen aber sagen. Wo der Verteiler liegt, das macht in der Regel nur noch der Gruppenführer, ein Zugführer wird das selten machen und ein Einsatzleiter dann eigentlich auch nicht, aber ich komme nachher drauf, wo euer Problem ist, da kommen wir nämlich gleich dazu. Und ich weise auf besondere Gefahren hin. Gerade wenn ich Trupps in Innenangriff schicke oder Leute, Gartenhütte, Gasflaschen, Klassiker, kennt ihr, Wohnwagen, Verkehrsunfall, Gasflaschen drin. Ich meine, das wisst ihr. Da müsst ihr bitte eure Leute darauf hinweisen, dass die ja wissen, was da passieren kann. Wir waren in Tiefental mal beim Kellerbrand, da waren Acetylenflaschen irgendwo. Das muss ich denen sagen, wenn die da reingehen. Und wenn ich später rausfinde, muss ich denen danach sagen. Aber ich muss das weitergeben, ist ganz wichtig. Gut. Jetzt mal, was jeder kennt, der Leistungsprüfung macht, der klassische Gruppenführerbefehl, Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel und Weg. Ich denke, das kennt jeder, da will ich auch gar nicht groß drüber reden. Im Einsatz ist es eher eine in kurzen Abfolgen ja, abgehandelte Anweisung. Ja. Manchmal muss man auch, wenn man eine taffe Mannschaft hat, nur so machen und dann wissen sie, was sie machen sollen vielleicht. Also ihr müsst im Endeffekt einen Befehl geben als Gruppenführer, aber ihr seid ja auch, kommen wir ja zu eurem Problem, ihr seid ja beides, ne? Ihr seid Gruppenführer in dem Moment, ihr kommt mit eurem 11-8-6 da an, aber ihr seid auch Einsatzleiter. Und ihr wisst, es kommen ja noch 3-4 Feuerwehren dazu. Der Einsatzleiter, Zugführer mal mit dazu geschrieben, aber im Wesentlichen der Einsatzleiter hat eben dann auch ja, so eine Art Befehlsschema. Das ist immer Einheit und Auftrag. Also er muss natürlich immer in der Einheit sagen, was er machen soll. Das muss er immer tun. Die Durchführung habe ich ein wenig in Klammern geschrieben. Warum? Es kommt jetzt darauf an, wenn ich kann sagen, 11.8.6 von Trennfeld, ihr macht jetzt Menschenrettung, zweites OG oder drittes OG. Wenn er sagt, jawohl, alles klar, kann sein, dass ich nichts dazu sage. Wenn ich aber will, dass gewisse Dinge gemacht werden, wie bringt einen Lüfter in Stellung oder ich will das so und so haben, dann müsst ihr es dazu sagen. Ansonsten ist der Gruppenführer dann dafür zuständig, diesen Auftrag abzuarbeiten von euch. Ihr müsst ihm nicht sagen, wo der Verteiler hinkommt, ihr müsst ihm nicht sagen, dass er einen Schlauch mitnehmen müssen und wo er das Wasser herkriegt, ja. Das muss er dann selber machen. Ihr müsst euch zusätzlich noch um Führung und Kommunikation kümmern. Das heißt, da sind wir wieder im Bereich Einsatzabschnitte. Ihr führt den kompletten Einsatz. Ihr seid Chef der kompletten Einsatzstelle. Und ihr müsst euch vielleicht auch, wenn es länger dauert, um das Thema Versorgung und Ablösung kümmern. Zum Thema Führung, Kommunikation oder generell, ihr seid Einsatzleiter, möchte ich mal den Fokus ein wenig auf den Melder lenken. Ihr habt ja in der Regel, wenn ihr voll besetzt seid, mit einer Gruppe einen Melder dabei. Und ich weiß von Leistungsprüfungen und so war es bei meiner ersten auch, da hat man gesagt, komm, da machst du den Melder, da kannst du nicht so viel verkehrt machen und es funktioniert dann. Das ist vielleicht bei einem Einsatz nicht der richtige Weg, denn der Melder ist ja euer Assistent, so nenne ich ihn mal, euer Führungsgehilfe, der ist dafür da, euch zu unterstützen im Einsatz. Vielleicht sollte der jetzt nicht nur das Abendschutztäfel in die Hand gedrückt kriegen und sagt, stell dich da hin und sei am besten still, sondern der kann für euch arbeiten. Der macht das, was ihr ihm sagt. Der hat keine feste Position, außer ihr sagt ihm eine feste Position. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn der Melder die gleiche Qualifikation hat wie ihr selber, nämlich Gruppenführer. Der kann euch ganz viele Aufgaben abnehmen, weil ihr müsst ja den Einsatz führen. Die nächste Feuerwehr kommt, die will von euch wissen, was sie machen soll. Also
bringt den Melder ins Spiel. Nehmt den. Ihr könnt ihn auch zum Erkunden schicken. Ihr könnt ihn sagen, geh mal ums Haus rum. Ihr könnt das jetzt nicht machen zeitlich, aber dem könnt ihr doch den Melder hinten rumschicken. Der kann das doch machen. Wie gesagt, der muss natürlich entsprechende Qualifikation haben. Und den gibt es beim Zugführer auch, der heißt der Führungsgehilfe. Ja, zum Beispiel. Also es gibt in jeder Position auch wieder einen, der den entsprechenden Einheitsführer unterstützen soll. Okay. Gut, jetzt haben wir einen Befehl gegeben und jetzt kommt der Schlauch, der Verteiler und jetzt geht man in den Innenangriff und arbeitet praktisch die höchste Gefahr, die ersten Gefahren ab. Jetzt wäre es gut, spätestens jetzt wäre es gut, wenn man mal zum Thema Lagemeldung, Nachforderung kommt. Da gehe ich nur kurz ein. Warum? Weil die Anna das gleich auch auf dem Schild hat. Aber uns ist es so wichtig, dass wir es zweimal bringen. Melden, merkt es euch, meldender Einsatzort, Lageschilderung, welche Maßnahmen habt ihr durchgeführt, welche Einheiten habt ihr eingesetzt und braucht ihr noch was? Und gebt die bitte zeitnah ab. Jede nachrückende Kraft ist euch dankbar, wenn sie weiß, was da wirklich los ist. Es könnte auch ein Melder oder ein Maschinisten machen lassen, die Rückmeldung. Ihr müsst ihm nur sagen, was er sagen soll, so grundsätzlich mal. Und ihr solltet oder ihr müsst in irgendeiner Form an der E-Stelle ansprechbar sein. Das heißt jetzt nicht, dass ihr mit dem TMO-Funkgerät draußen rumlauft und ein DMO, sondern irgendeiner muss aber an der Einsatzstelle ansprechbar sein. Das muss nicht der Einsatzleiter sein, kann auch ein ELW sein zum Beispiel, kommen wir gleich nochmal dazu. Okay. Und jetzt müssen wir es kontrollieren. Jetzt haben wir die ersten Befehle gegeben, der Einsatz läuft. Kommen wir wieder zu unserem Beispiel. Jetzt würden da Schläuche liegen und die Leute würden in den Innenangriff gehen. Und jetzt muss ich natürlich die Maßnahmen überprüfen. Habe ich einen Erfolg? Also funktioniert das, was ich mir überlegt habe? Gibt es neue Gefahren? Gibt es eine neue Lage? Und was ist die nächste Gefahr, die ich bekämpfen muss? Also es war ja jetzt nicht nur eine Gefahr, sondern es waren hier ja ganz viele Gefahren. Und wie gehe ich das Ganze an? Das heißt, dieser ganze Kreislauf geht von vorne los. Und er geht den ganzen Einsatz, deswegen dreht sich das hier nochmal, der geht den ganzen Einsatz durch. Bis am Ende des Tages hoffentlich die Einsatzstelle verlassen werden kann. Und bevor er das macht, geht nochmal durch, ob wirklich alle Gefahren beseitigt sind. Es ist nichts Dümmeres, wie wenn man vielleicht schon später nochmal wohin fahren muss, um da nochmal vielleicht irgendwas zu unternehmen. Gibt es Aufräumarbeiten? Da bitte mein Appell, ganz wichtig, die Feuerwehr übernimmt nicht das, was eine Fachfirma machen kann. Also wir sind nicht fürs Abschleppen zuständig, wir sind auch nicht fürs Bergen von Fahrzeugen zuständig. Ja, wir beseitigen Gefahren, aber das, was Firmen machen können, machen Firmen. Ja, ist nicht unser Job. Sind noch Sicherungsmaßnahmen an der E-Stelle erforderlich? Muss der Bau vielleicht Bauzäune aufstellen vor dem Brandobjekt? Muss da was abgesichert werden? Das muss ich mir überlegen, muss ich vielleicht klären. Mir ein wichtiger Punkt, Stichwort Feuerwehrkrebs, Behandlung von kontaminierter Ausrüstung. Mir ist bewusst und es ist oft so, dass nachher eben der Feuerwehrmann, der die dreckigste Jacke mit dem wenigsten Reflexstreifen hat, eigentlich der beste Feuerwehrmann ist, in Anführungszeichen. Aber das soll eigentlich so nicht sein, denn es kommt drauf, es ist einfach so, ihr schleppt von so einer Einsatzstelle ganz viel Giftstoffe mit. In euren Kleidung, auf der Haut, auf den Schuhen und auch Schläuche, Armaturen. Deswegen müsst ihr euch überlegen, wie bringe ich die nach Hause, ohne meine Mannschaft noch weiter zu gefährden. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, weil nicht jeder die Transportmöglichkeiten hat, aber das solltet ihr euch überlegen, denn es geht um eure Leute. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, das sind wir denen auch schuldig. Ja, muss ich noch irgendwelche Stellen informieren, irgendwelche Ämter, Behörden, Beamte, muss man dann sehen, was man da gerade hat. Und dass auch ihr nachts ruhig schlafen könnt, müsst ihr die Einsatzstelle immer übergeben. Entweder an Eigentümer, Betreiber, Polizei, zuständige Behörden, Straßenbaulastträger. Und müsst es auch der Leitstelle sagen, dass ihr das gemacht habt. Dann seid ihr raus aus der Nummer. Vorher vielleicht nicht. Also wenn ihr eine Ölspur verlasst, dann solltet ihr sagen, dass ihr das an den Straßenbaulastträger, die Polizei, übergeben habt. Die sind dafür zuständig, nachher das Ding freizugeben, nicht die Feuerwehr. Aber das Ölthema haben wir sowieso nochmal irgendwann extra. Und wenn ihr zu Hause seid, denkt an die Einsatzdokumentation und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft. Ich denke, das sollte klar sein. So. 1:30 Uhr, eine Stunde rum und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Nochmal für euch. Immer alle vier Phasen der Erkundung durchführen. Wenn ihr es nicht gleich machen könnt, zumindest dann kurzfristig nachholen, hat der Philipp aber alles schon gesagt. Welche Gefahr muss zuerst bekämpft werden? Ihr müsst Prio setzen. Ihr könnt nicht alles auf einmal lösen. Das ist anders wie in den amerikanischen Feuerwehrfilmen. Da wird immer alles, macht immer einer alles allein. Einsätze immer anhand der erkannten Gefahren abarbeiten. Ja?
das müsst ihr machen, das ist klar. Und am Ende führt ihr Kommandanten, ihr Gruppenführer, je nachdem wer da ist, von der örtlich zuständigen Feuerwehr die Einsatzkräfte, und zwar alle vor Ort. Das müsst ihr wissen, ihr seid für alles zuständig. Die Einsatzstelle muss erreichbar sein, habe ich vorhin schon gesagt, muss jetzt nicht der Einsatzleiter mit dem TMO rumlaufen, kann man auch ein Fahrzeug benennen, kann man auch eine andere Kraft benennen damit. Und nutzt bitte die Erfahrung von anderen. Ihr seid nicht allein, das will ich euch auch gleich mitnehmen. Nicht, dass jeder jetzt ausmacht und sagt, ich höre morgen auf, weil wenn ich das alles höre, da habe ich schon gar keine Lust mehr. Also wir sind Kameraden, wir helfen zusammen und es kommen genug Leute an die Einsatzstelle und jeder trägt was zum Einsatzerfolg bei. Da ist keiner da, der sagt, das interessiert mich nicht, das ist dein Problem. Gut. Und wer unterstützt mich jetzt? Ja, die Frage hätte ich mir auch stellen, wenn ich das alles gehört hätte, die letzte Stunde. Ich möchte euch ein kurzes Thema noch rüberbringen, den ELW. Also bei größeren Einsätzen wird immer ein ELW eigentlich mit alarmiert. Sei es von jetzt Gotzweitheim oder Markt Heidenfeld, die ein ELW 1 am Standort haben, oder auch dem ELW 1 vom Landkreis, von der Unterstützungsgruppe, wird ab gewissen Stichworten mit alarmiert. Nutzt es, denn wir wollen oder keiner will euch die Einsatzleitung wegnehmen, sondern euch unterstützen, den Einsatz bestmöglich zu bewältigen. Da können wir einiges dazu beitragen. Wir können den Ansprechpartner machen, dass ihr euch nicht um den Funk kümmern müsst. Für die ILS oder für nachrückende Kräfte. Wir können neue Kräfte in Empfang nehmen, wenn ihr das wollt. Passiert oft automatisch, dass sie zu uns kommen. Dann kann man denen schon mal was sagen dazu. Wir dokumentieren wichtige Ereignisse und Funksprüche. Innenangriff, Personen in Gefahr, vielleicht versterben Personen. Muss man nachher immer rauslegen. Das wissen wir in Markt Heidenfeld auch. Wir hatten ja vor 2 Jahren so einen Einsatz. Dass dann die Funkprotokolle rauskommen. Und dann wäre gut, wenn man weiß, wann ist der Trupp rein, wann hat er jemanden gefunden, wann ist er raus. Mit der Atemschutzüberwachung zusammen, da unterstützt euch der ELW, wenn ihr das wollt. Wir führen auch gerne Kräfteübersicht, dass ihr überhaupt wisst, wer da ist, will auch oft die Polizei wissen oder irgendjemand, deswegen könnt ihr euch auch da entlasten. Wir beschaffen euch Infos, egal was ihr braucht, wir versuchen es zu ermöglichen. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, da führen wir auch Lagerkarte, unterstützen euch noch mit Führungsgehilfen, unterstützen euch mit Kommunikationsmitteln. Die ELW 1 haben entsprechend noch zusätzliche Funkgeräte, also Handsprechfunkgeräte dabei, die man ausgeben kann. Wir übernehmen die Aufgaben, die ihr uns sagt, und wir haben Räumlichkeiten für die Besprechung, wenn es notwendig ist. So, ich bin fertig und übergebe jetzt praktisch gleich an die Anna nochmal, die noch 4 kleine Punkte hat für euch, die uns ganz wichtig sind. Ich bedanke mich und einen schönen Abend noch. Gut, dann schon mal vielen Dank an Philipp und Christoph für die Themen, die ihr euch uns vorgestellt habt. Haben es wirklich wieder sehr gut ausformuliert und jetzt, ihr seht, sind in Anführungszeichen nur noch 4 kleine Punkte, aber wie auch schon der Christoph gerade das Thema ELW, Unterstützung für den Einsatzleiter, vorgestellt hat, sind auch die 4 Punkte wichtig, um den Einsatz möglichst schnell, effektiv abarbeiten zu können. Das erste Thema: Lagemeldungen. Je genauer ihr die Lagemeldung abgibt, umso besser können sich alle beteiligten Einheiten ein Bild vom Einsatz machen. Stellt euch vor, ihr seid alarmiert nachts zu einem Wohnhausbrand, das heißt, es sind noch Personen drin, ihr rückt aus und nach 20 Minuten wisst ihr noch immer nicht, was geht da vor sich. Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder da draußen ist Land unter oder es war kein Wohnhausbrand, sondern nur eine Kerze, die im Fenster geflackert hat. Aber es bleibt dieses unruhige, mulmige Gefühl auf Anfahrt, was ist da los? Deshalb, wenn ihr ausrückt, funkt in den Äther rein, wir sind unterwegs. Das nächste ist die Lage auf Sicht bei euch am Einsatzort, dass ihr schon direkt noch aus dem Fahrzeug raus sagt, was seht ihr? Und dann nach der Erkundung, Philipp und Christoph haben sehr ausführlich gesagt, was gehört zur Erkundung. Wenn ihr dann euren Entschluss gefasst habt, die ersten Befehle gegeben habt, dann gebt ihr auch die erste Lage von vor Ort ab. Anschließend kommen weitere Lagemeldungen bei Bedarf und dann, wie es Herr Christoph auch gerade schon ausgeführt hat, die Abschlusslage, wenn alles fertig ist. Ihr habt soweit die Einsatzstelle aufgeräumt, übergeben und fahrt dann wieder nach Hause. Fangen wir an mit der Ausrückemeldung. Ne? So, jetzt hängt es bei mir. Machen wir es so rum. So,
Sobald ihr das Gerätehaus verlassen habt mit eurem Fahrzeug, drückt ihr den Status 3. Alarm ist angekommen. Die Leitstelle weiß somit, das erste Fahrzeug von euch ist unterwegs, beziehungsweise die Alarmierung ist erfolgt. Es sind Personal vor Ort, Feuerwehrhaus ist offen. Sie kann auch jemanden ansprechen. Es kann ja sein, dass sich zwischenzeitlich schon neue Informationen ergeben haben. Bei einer Brandmeldeanlage hat sich der Betreiber vom Objekt schon gemeldet und gesagt, es ist alles soweit in Ordnung, ist ein Fehlalarm oder eben es ist tatsächlich was. Ihr sagt bitte auch, welche Fahrzeuge sind ausgerückt, die Gesamtstärke und ganz wichtig bei Brandeinsätzen, die Anzahl der Atemschutzgeräteträger. Der Philipp hat es vorhin erzählt, wenn man dran geht, die kalte Lage, Dienstag früh 10 Uhr, gemeldeter Wohnhausbrand, da ist es einfach wichtig, frühzeitig schon zu wissen, wie viele Atemschutzgeräteträger kommen mit den einzelnen Einheiten, um dann auch rechtzeitig schon nachzualarmieren. Auch wichtig, Info bei Ausfällen. Stellt euch vor, euer Tanklöschfahrzeug ist von einem Flächenbrand alarmiert und es springt nicht an. Dann ist es wichtig, dass man frühzeitig auch hier nachalarmieren kann. Deswegen auch da sagen, Fahrzeug ist defekt, muss am Standard bleiben. Hier mal ein kurzes Beispiel. Florian Musterhausen aus mit 40.1, 58.1, Stärke 8 Mann, 4 PA-Träger, das 22.1, wo auch alarmiert war, defekt. Einfach in den Äder rein, frei, ohne Status oder sonst was, dass einfach der Einsatzleiter vor Ort, die anderen anfahrenden Kräfte wissen, dass ihr auf dem Weg seid und mit wie viel Mann ihr dabei seid. Und entsprechend auch der Einsatzleiter, wie es der Christoph ja schon angedeutet hat, direkt weiß, welche Fahrzeuge kommen und sich schon überlegen kann, was mache ich mit diesen Fahrzeugen, wo positioniere ich sie. Dann die Lage auf Sicht, die Rückmeldung des ersten Eindrucks. Wie es der Name schon sagt, auf Sicht, was sehe ich? Also auf der Anfahrt noch befindlich, Status 5 oder 0, kommt immer wieder auch noch die Frage. Bei Nachforderung Status 0, der dringende Sprechwunsch. Ansonsten der Sprechwunsch, ganz wichtig, wenn ihr die Leitstelle ansprecht und habt nicht vorher den Sprechwunsch Status 5 gedrückt, hören die nicht. Die sind nicht mehr wie früher unter Analogfunkzeiten die ganze Zeit mit einem Ohr am Funk, sondern bei den ganzen Gruppen, die wir haben, geht es nicht mehr. Also reagieren die nur noch, wenn sie von euch den Sprechwunsch mit Hilfe des Status signalisiert kriegen. Bestätigt dann das Einsatzstichwort oder korrigiert es auch. Wenn ihr direkt auf den ersten Blick irgendwelche besonderen Gefahren erkennen könnt, meldet die auch direkt. Oder wenn ihr direkt seht, auf Anfahrt schon, auf Sicht, es ist nichts. Der gemeldete Zimmerbrand ist nur ein Flackern im Fenster von einer Kerze, könnt ihr das auch eventuell schon sagen. Und wenn es was Größeres ist, ihr wisst durch die Meldungen der einzelnen Fahrzeuge, was alles auf Anfahrt ist, sagt auch Bereitstellungsraum. Definiert den direkt von vornherein, dass alle Fahrzeuge, die anfahren, nicht bis vorne hinfahren und am Schluss keine Möglichkeit mehr zum Rangieren ist, sondern ein größerer Platz, eine Bushaltestelle, eine lange Straße. Definiert es als Bereitstellungsraum. Hier wieder ein kleines Beispiel dazu, eine Lage auf Sicht. Feuer hat aufs Wohnhaus übergegriffen, gemeldet war ein Brand von einer Gartenhütte. Personen auf Balkon im ersten Obergeschoss, erhöhen Sie auf B3 Personen. Damit kann der Disponent direkt weitere Kräfte nachalarmieren und es vergeht vor allem keine Zeit, bis ihr erstmal erkundet habt. Christoph hat es ja auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt dieses Schema Melden, das unterstützt euch, weil es benennt die einzelnen Teile, die in so einer Lagemeldung enthalten sein müssen. Zuerst immer beim Funkspruch der Meldende, also euer eigener Funkspruch, der Funkrufname. Dann der Einsatzort, die Örtlichkeit, wo sie tatsächlich ist. Es kommt auch immer wieder vor, dass es heißt, Wohnhausbrand Hauptstraße 1 und dann fahrt ihr an und es ist nicht die 1, sondern ist 3 Häuser weiter oder um die Ecke in der nächsten Gasse drin. Eine kurze Lageschilderung, bitte wirklich nur kurz und bündig, dass die wichtigsten Inhalte drin sind. Aber bei einem umgestürzten Baum müsst ihr nicht sagen, dass das eine Birke mit einem Durchmesser von 40 cm war. Gerade bei einer Flächenlage, wie wir es ja auch schon hatten, vergeht damit unnötig Zeit, bis der Nächste seine Lage abgeben kann und es interessiert keinen.
Die durchgeführten Maßnahmen, welche Befehle habt ihr schon gegeben? Habt ihr schon Trupps reingeschickt zur Personenrettung oder zur Erkundung? Wie viele befinden sich im Innenangriff? Habt ihr schon irgendwelche weiteren Wasserversorgungen aufgebaut? Was ihr auch gemacht habt, sagt es aber auch wieder kurz. Genauso die eingesetzten Einheiten, die ihr schon vor Ort habt, die sich schon bei euch gemeldet haben. Welche Einsatzaufträge haben die schon gekriegt? Welche Abschnitte habt ihr vielleicht schon gebildet? Und dann ganz wichtig, die Nachforderung. Sagt auch immer, Personal ausreichend oder brauchen noch dieses, jenes, welches Einsatzmittel. Nach der kurzen Lagebeschreibung auch immer noch besondere Einsatzstellen besondere Gefahren an der Einsatzstelle. Zum Beispiel den Gastank, den ihr schon direkt neben dem Haus gesehen habt. Sagt es direkt mit dazu, dass das jeder weiß und keiner vergisst oder übersieht. Auch die Anzahl der Betroffenen. So wie in dem Beispiel vom Philipp. Wir haben vermutet, dass mit der Mutter noch zwei Kinder mit in der Wohnung sind und dass noch der eine Herr im ersten OG ist. Bekannt war aber, dass auf jeden Fall die Frau auf dem Balkon ist. Dann kann man auch schon abschätzen, was braucht man für Rettungsdienstmittel vor Ort. Dass auch da der Disponent schon entsprechend schauen kann, dass er euch genug zur Verfügung stellt. Hinweis auch für die nachrückenden Kräfte. Sind vielleicht irgendwelche Straßensperren, ein Kran, der mitten in der Straße steht. Auch hier direkt schon den anfahrenden Kräften mitteilen, wie sie fahren müssen, was sie beachten müssen. Irgendwelche Durchfahrtshöhen oder Durchfahrtsbreiten. Ganz, ganz wichtig, der Christoph hat es eben auch schon mal gesagt, Ansprechpartner an der Einsatzstelle. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn nachrückende Kräfte oder die Leitstelle versucht, die Einsatzstelle funktechnisch zu erreichen, um wichtige Informationen zu übermitteln. Nachrückende Kräfte, die wissen wollen, wo sie hinfahren müssen und wir erreichen keinen. Wir probieren es 3, 4, 5 Mal und kriegen einfach keine Antwort. Bitte. Ihr müsst das nicht selber machen, der Christoph hat gerade eben schon gesagt, auch welche Möglichkeiten ihr habt euren Melder, ihr habt euren Maschinisten, aber bitte, es muss ganz klar geregelt sein, einer ist an der Einsatzstelle immer über TMO ansprechbar. Und dann natürlich auch ganz wichtig, wer die Einsatzleitung. Es ergibt sich natürlich in erster Linie immer daraus, dass ihr, wenn ihr als Kommandant vor Ort seid, am Einsatzort, wenn es bei euch im Ort ist, ohnehin die Einsatzleitung habt. Aber auch das immer noch mal zur Klarstellung benennen. Geschätzte Einsatzdauer sollte man auch noch immer mitgeben. Das muss nicht auf die Minute genau sein, aber ungefähr, dass man abschätzen kann, auch wenn es dann eben ein längerer, größerer Einsatz ist, hinsichtlich zur Verpflegung. Ihr seht, so eine Lagemeldung nach der Erkundung hat relativ viele Inhaltsteile. Dementsprechend haltet euch kurz. Thema Funkdisziplin. Ein Beispiel wäre jetzt für so eine Lage nach einer Erkundung bei unserem Wohnhausbrand in der Hauptstraße, 2 Personen auf dem Balkon, ein Trupp unter PA zur Erkundung, eine Rettung über Steckleiter wird vorbereitet, 2. Leitung wird aufgebaut und keine weiteren Kräfte erstmal notwendig. Ansprechpartner ist der Musterhausen 11.1. Dann weiß erstmal jeder, was los ist und ob noch weitere Maßnahmen direkt von der Leitstelle getroffen werden müssen oder erstmal nicht. Weitere Lagemeldungen dann im Laufe des Einsatzes, wenn es ein entsprechend längerer Einsatz ist, regelmäßig auch aktualisieren. Da erinnert euch dann auch immer der ELW, wenn ihr ihn eingesetzt habt, dran. Zum Beispiel Feuer unter Kontrolle, ganz wichtig. Das Feuer ist erstmal nur unter Kontrolle. Feuer aus ist wirklich erst, wenn es aus ist, wenn ihr eigentlich schon am Abbauen seid. Erst dann ist es Feuer aus. Vorher ist es nur unter Kontrolle. Ihr wisst nie, ob es wieder aufflammt, wie es sich noch entwickelt. Deswegen immer bitte sagt das nur Feuer unter Kontrolle. Wenn ihr auch Personen beim Verkehrsunfall zum Beispiel aus dem Fahrzeug befreit und an Rettungsdienst übergeben habt, das sind so Stichworte für eine weitere Lage, die man dann auch entsprechend an die Leitstelle weiterleiten kann. Hat auch den netten Charme, den Vorteil, wenn ihr das dann über Funk an die Leitstelle mit dem Begriff Lage weitergebt, dass es dort entsprechend auch dokumentiert wird und auch ins ELDIS dann überführt wird. Auch abrückende Einheiten immer mitteilen, dass ihr jetzt als Einheit abrückt von der Einsatzstelle, auch das ist dokumentiert
und es weiß dann auch jeder, wann für euch das Einsatzende war. Auch hier wieder für die Einsatznachbearbeitung im ELDIS ist es dann auch entsprechend alles schon hinterlegt. Die Abschlusslage, wir haben es ja gerade auch schon von Christoph gehört, immer noch, wenn weitere Feststellungen gemacht wurden, diese mitteilen, zum Beispiel, dass noch ein zweiter PKW mit betroffen gewesen ist oder in der brennenden Garage neben dem PKW noch ein Motorrad gestanden war, einfach solche Informationen auch noch mitgeben. Eure abschließenden Maßnahmen, die ihr getroffen habt, Absperrmaßnahmen, die Übergabe der Einsatzstelle auch immer hier namentlich sagen, an wen ihr die direkt jetzt übergeben habt. Wieder ein kleines Beispiel von unserem Wohnhausbrand. Feuer ist aus, Gebäude belüftet und an Eigentümer übergeben. Und auch Musterhausen bleibt dann zur Nachschau vor Ort. Auch da immer dran denken, gerade beim Brandeinsatz, dass man nach einer gewissen Zeit nochmal kontrolliert und dann nicht 5 Stunden später wieder die Sirene geht, weil das Ganze wieder aufgeflammt ist. Das war das erste Mal zum Thema Lagemeldungen. Wie gesagt, es ist uns sehr, sehr wichtig, dass das beachtet wird, dass die durchgeführt werden. Deswegen haben wir es jetzt als Fokusthema nochmal mit aufgenommen. Ebenfalls wichtig, das nächste Thema, Ordnung des Raumes, die Fahrzeugaufstellung. Ist ja beim Christoph eben auch schon angeklungen. Es gibt so eine Regel, dass man sagt, bei einem Brandeinsatz sollte das erste Fahrzeug erstmal über die Einsatzstelle hinausfahren, einfach um Platz für die nachrückenden Kräfte zu lassen. Und auch um erstmal an der gesamten Einsatzstelle vorbeizufahren und sich so schon mal den ersten Teil von seiner Außenansicht auch zu holen. Auch wichtig dabei, eine Fläche für die Drehleiter immer frei zu halten. Egal, ob jetzt mal eine Person direkt auf den ersten Blick sieht oder nicht, die auf dem Dach oder auf dem Balkon ist, kann es immer sein, dass wir noch mit der Drehleiter einen Außenangriff starten wollen oder müssen. Und da ist es natürlich wichtig, bereits im Vorfeld entsprechende Aufstellflächen auch freizuhalten. Das zweite Fahrzeug ist dann meistens vor der Einsatzstelle positioniert, dass man dann eben von 2 Seiten direkt dann auch den Löschangriff starten kann. Auch nicht vergessen, die Einsatzstelle selbst abzusichern. Die werden die Leistungsprüfung machen, wissen, die Aufgabe für den Schlauchtrupp, absichern der Einsatzstelle, 30 Meter ober- und unterhalb des Fahrzeugs aufstellen. Einfach als Schutz für uns selber an der Einsatzstelle. Aufstellflächen freihalten, sowohl für die Drehleiter wie aber auch für andere Einheiten und Abschnitte bilden. Ihr tut euch dann wirklich auch leichter, wenn ihr bei einem größeren Einsatz entsprechende Abschnitte habt, weil die Abschnitte könnt ihr dann auch wieder von weiteren Führungskräften führen lassen. Hier mal die sogenannte Standard-Einsatzregel Feuer. Mit den einzelnen Abschnitten dann auch hier mal der Abschnitt Innen, also der Innenangriff, Außenangriff dargestellt. Hier habe ich meine Drehleiter als Stellfläche. Hier sehe ich schon mal die ersten Leitungen. Hier ist es kurz, aber ich könnte genauso gut den nächsten Abschnitt dann mit der Wasserförderung bilden, wenn ich entsprechend eine lange Schlauchstrecke aufbauen musste, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Bei der technischen Hilfeleistung sieht die Fahrzeugaufstellung ähnlich aus. Wir haben auch hier die Verkehrsabsicherung. Ergibt sich schon daraus, dass wir bei einer technischen Hilfeleistung meist im Straßenverkehr auch unterwegs sind. Im Gegensatz zum Brandeinsatz müssen wir hier auch an die Geräte- und Schrottablage denken. Auch die werden ohne Rettungssatz, sollten das im Hinterkopf halten, dass sie da eben die entsprechenden Flächen auch an der Einsatzstelle direkt freihalten. Genauso den Arbeits- und Absperrbereich. Auch beim technischen Hilfeleistungseinsatz kann ich genauso meine Abschnitte bilden. Hier mal eine kleine schematische Darstellung. Ich habe dann meinen eigentlichen Einsatzort, meine Unfallstelle, habe hier außen das Rode meine Ablageflächen für den Rettungsdienst, wo ich die Patienten an der Stelle dann auch übergebe an den Rettungsdienst. Außen dann die Ablageflächen für die Einsatzmittel oder auch für die Schrottablage an der Stelle und dann außen der Bereich, der grüne Bereich, wo dann eben außerhalb des direkten Gefahrenbereichs ist. Und hier das erste Fahrzeug ist hier vorgefahren, das zweite hinten dran, der Rettungswagen hat sich positioniert. Auch ganz wichtig hier meine Absicherung der Einsatzstelle schön aufgebaut, damit ich
selber auch wieder geschützt bin an der Einsatzstelle und frei arbeiten kann. Was uns bei der Ordnung des Raumes auch sehr weiterhilft, ist, sogenannten Bereitstellungsraum zu definieren. Die offizielle Definition, Einsatzkräfte und Einsatzmittel an einem Ort für den unmittelbaren Einsatz oder vorsorglich sammeln, gliedern, bereitstellen oder in Reserve handeln, erhalten, sagt eigentlich mit einem, wenn auch mächtigen Satz, alles aus, was so ein Bereitstellungsraum darstellt. Wichtig dabei ist, dass ich Zu- und Abfahrten sicherstelle. Es nützt mir nichts, wenn es ein kleiner Platz ist. Ich komme nur von einer Seite drauf und müsste dann auf den Platz rangieren, um die Fahrzeuge wieder herunterzubringen. Dementsprechend bietet es sich an, irgendeine größere Bushaltestelle, wenn ich das habe, oder eine langgezogene Straße, wo ich wirklich alle Fahrzeuge, die da zur Einsatzstelle kommen, erstmal in Bereitschaft halt, bis ich weiß, zum einen, was ist überhaupt los, was habe ich für einen Einsatz, welche Fahrzeuge brauche ich an welcher Stelle. Und darüber muss ich natürlich die Anfahrtkräfte frühzeitig informieren, dass die direkt auf der Anfahrt schon wissen, wo sie hinfahren müssen, um dort erstmal dann auf die weiteren Befehle zu warten. Es bietet sich dann auch dementsprechend an, im Vorfeld sich schon Gedanken zu machen, wo kann ich bei mir im Ort solche Bereitstellungsräume definieren, welche Freiflächen habe ich, welche langgezogenen Straßen habe ich, die ich hier als Bereitstellungsraum dann im Einsatzfall direkt nutzen kann und mir nicht im Einsatzfall nachts um drei noch auf der Anfahrt Gedanken machen muss, oh, wo stelle ich denn die 30 Fahrzeuge hin, die kommen. Wir haben es ja bei der letzten Ausbildung BMA gehört. Bei einer BMA 4 kommt doch einiges an Fahrzeugen mittlerweile angerollt. Da brauche ich auch erstmal Platz, die irgendwo zwischenzuparken. Und auch für den Bereitstellungsraum muss ich einen Ansprechpartner festlegen, einen Abschnittsleiter. Wenn einer der nachrückenden Kräfte einen 11-1 mit dabei hat zum Beispiel oder einen Mannschaftstransportwagen, kann ich dem Fahrzeug direkt sagen, hey, ihr übernehmt die Abschnittsleitung vom Bereitstellungsraum. Die können dann direkt auch schon anfangen, Kräfteübersicht zu erstellen, schauen auch, dass sie erreichbar sind und vor allem die Versorgung sicherstellen. Kann ich dann direkt auch über den Bereitstellungsraum machen. Thema Kommunikation spielt da genauso mit rein dazu. Kommunikation ist nicht nur der Funk, woran man natürlich bei der Feuerwehr als erstes denkt. Das kann genauso gut Telefon, E-Mail, auch Fax noch ab und an mal oder das Internet natürlich sein. Auch damit kann ich meine Einsatzstelle mir das Leben erleichtern, meine Führung mit den Unterstützungsmitteln aufbauen und verschiedene Kommunikationsmittel nutzen. Ich muss dafür Sorge tragen als Einsatzleiter, dass alle relevanten Informationen auch immer dokumentiert sind. Das kann ich einmal mit dem Funk machen, kann es aber auch ganz klassisch mit Zettel und Papier ein Einsatztagebuch händisch erstellen oder mit verschiedenen elektronischen Mitteln. Laptop aufklappen, Word-Dokument öffnen und loslegen mit dem Clip tippen. Funktioniert genauso. Gerade dieses Thema Dokumentation wird immer wichtiger und dementsprechend ist auch eins unserer Themen, die wir im Laufe der Führungsausbildung anbieten wollen, das Thema Dokumentation. Genauso kann ich mit Hilfe zum Beispiel von einer Funkskizze mir meine Einsatzstelle an sich gliedern und auch somit meinen Funk selber entlasten. Ihr könnt euch vorstellen, Wohnhausbrand, 100 Einsatzkräfte, 30 Funkgeräte. Jeder meint natürlich, er muss als erstes reden. Und wenn dann der Angriffstrupp versucht zu sagen, dass ihm hier gerade die Luft ausgeht und er aber die letzte Person gefunden hat, der Maschinist dann aber sagt, ich erhöhe jetzt von 8 auf 10 Bar, können die ja im Vorfeld sich nicht abstimmen, weil sie sich auch nicht sehen, aber dementsprechend ist es umso wichtiger, wenn ich dann natürlich genau solche Bereiche schon funktechnisch voneinander getrennt habe. Ich tue damit auch gleichzeitig meine Einsatzstellenstruktur widerspiegeln und kann mir auch, wenn ich das erstelle, beziehungsweise erstellen lasse, das mache ich nicht selber als Einsatzleiter, ich lasse das erstellen, meinen Funkverkehr entlasten und überlegen, funktionieren die Wege auch so, wie ich sie gedacht habe. Ich habe jetzt mal ein Beispiel für euch, wie so eine Funkskizze ausschaut. Das und auch noch weitere Vorlagen können wir euch gerne, wenn ihr da Bedarf und Interesse habt, zuschicken. Wir können das auch mit euch nochmal direkt durchgehen, wie man sowas erstellt. Hier einfach die einzelnen Einheiten, mein Einsatzleiter, also euch dann direkt in der Mitte als Mittelpunkt des Einsatzes.
mit wem er alles kommunizieren muss. Hier auch dann immer dran denken an andere Hilfsorganisationen, die mit am Einsatz beteiligt sind. Die muss man natürlich auch in die Kommunikation mit einbinden und dann meine einzelnen Einsatzabschnitte. Hier jetzt mal ausgefüllt so ein Beispiel, eine Funkskizze fertig für einen Einsatz, wo direkt dann dargestellt ist, was für Abschnitte habe ich, wie erreiche ich die, wie kommuniziere ich die, wer ist in diesen einzelnen Abschnitten dann vorhanden. Hier wieder unser Bereitstellungsraum zum Beispiel, welche Fahrzeuge befinden sich da aktuell noch drin. Also da sehe ich dann als Einsatzleiter auf einen Blick, was ist alles an Kräften an meiner Einsatzstelle vorhanden. Wie gesagt, das müsst ihr nicht selber machen, dafür habt ihr eure Führungsfahrzeuge, dafür habt ihr eure Führungsunterstützungskräfte, euren Melder, nutzt es auch entsprechend, ihr müsst das nicht alles allein machen. Zack. Ja, das war's zur heutigen Ausbildung, die Themen rund um den Führungskreislauf, die Möglichkeiten, wie ihr auch die Einsatzstelle führen könnt, welche Unterstützungsmöglichkeiten ihr habt. Ganz wichtig, egal ob das ein kleiner Papierkorbbrand ist oder ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, es ist immer dasselbe Schema, das haben wir euch vorgestellt. Wir haben euch natürlich auch wieder im Quellenverzeichnis die einzelnen Ursprünge der Quellen mit angegeben. Das Taktikschema werden wir euch mit dem Führungskreislauf auch noch mit im Nachgang zusammen mit der Online-Präsentation wieder zur Verfügung stellen. Nutzt es, wenn ihr Fragen habt oder sagt, hey, wir wollen das Ganze nochmal vertiefen, meldet euch. Sobald wir wieder die Möglichkeiten haben, machen wir da gerne auch nochmal eine Ausbildung mit euch zusammen. Das war uns aber ganz wichtig, dieses Thema jetzt als erstes für euch zu präsentieren. Was wir jetzt etwas geändert haben, das nächste Thema wäre geplant gewesen, Ölspuren. Aus aktuellem Anlass haben wir das jetzt getauscht. Wir werden euch beim nächsten Mal das Thema Stromspeicher rüberbringen. Da wird jetzt auch im Anschluss dann das auf der Homepage geändert, das Thema noch. Damit wünschen wir euch jetzt im Namen auch des ganzen Teams hier vor Ort noch einen schönen Abend. Ich weiß nicht, aus dem Chat noch irgendwelche offenen Fragen. Nichts mehr offen. Wenn im Nachgang was ist, könnt ihr euch natürlich wie immer gern bei uns melden. In diesem Sinne, bis bald.